Die Frage vorneweg war ja, Rede, wo mir gesagt habe, inwieweit ist es sinnvoll, dass wir jetzt irgendwelche, wo mir ausdenken, wo ich immer wieder sage, eventuell mal einen Hinweis geben. Es ist eine Zeitqualität, weil du merkst, es ist um dich herum in einigen Revolutionären, ich nenne das jetzt einmal so, bei Namen genannt, Ken Ebsen und Konsorten, die immer noch nicht begriffen haben, dass sie nicht aus dem System rauskommen, wenn sie Feindbilder bekämpfen. Es sind die einfachsten Sätze, die ich in einem ganz einfachen Deutsch wiedergebe. Da kann man zehnmal, wenn ich jetzt hier unseren Ivo Sasek nehme, ich liebe ja alle, ich liebe ja alle, wieso macht er das dann? Er ist nur im Verteidigen, er ist nur im Verteidigen. Und Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, dieses Liebe deine Feinde ist nicht verstanden, es ist das Hauptproblem, ist das Intronisieren wollen einer einseitigen Logik. Ja. Du wirst leiden und immer wieder leiden, weil du gegen was ankämpfst, weil du dich ständig selbst entheiligst. Indem du meinst, das Seelenheil befindet sich auf einer Seite, wo es ein Gegenteil dazu gibt und du hast dann den Seelenfrieden, wenn du diese böse Seite vernichtet hast. Das heißt, der Seelenfrieden ist ganz oben zu sein und da kommst du nie hin, wenn du das unten vernichtest. Das ist ja, das führt uns jetzt zu Hegel und wir gehen jetzt einmal auf den Hegel ein. Und ich sage gleich von vornherein, was ich, bevor ich jetzt die Aufnahme eingeschaltet habe, es ist ein unendlicher Komplex von Wissen. Und umso mehr wir das reine intellektuelle Wissen vergrößern, umso größer der Berg des Wissens wird, umso größer wird auch das Tal. Dieses Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist praktisch die Erkenntnis, dass ich alles weiß. Und ich kann jetzt mal gleich von vornherein unser Chat denken, wo ich so oft darauf eingegangen bin. Die Sache. Wenn ich was sehe, in dem Moment, wo ich eine wahrnehmbare Information in meinem Bewusstsein vorliegen habe, es ist eine Information. Wir schauen jetzt gleich einmal, ich schalte jetzt mal den Bildschirm ein und ich mache den nochmal gleich mit dem Ton, weil wir da öffentlich uns was anschauen. Das geht dazu schon los, wenn wir jetzt in Gematrix Explorer schauen, ich habe jetzt hier einige Sachen aufgestellt. Wir kommen mal zum Hegel. Das ist erst einmal, was ist eine Form? Die Wortform beginnt erst einmal hebraisiert. Das ist etwas, das gibt es in deiner Welt nicht. Das gibt es in unserer kleinen Holofeeling-Welt, die ich dir Geist mitgeteilt habe. Und ganz vorneweg immer wieder, ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und der sich dieses Gespräch ausdenkt, ist nicht der, der jetzt vom Computer sitzt, sondern der sich den ausdenkt, der vom Computer sitzt. Die Form beginnt mit einfach unser P ist gleich V OR. Hebraisierter gibt es das hebräische Wort Los Zufall. Es ist ein Zerbersten, ein Zerbrechen der Heiligkeit. Zu können wir jetzt wieder machen, Zwaff, die Geburt von was Aufgespannten. Hebräisches Zwaff ist Befehl, wir wissen das und das ist der Fall. Wittgenstein sagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Das Wort Fall kommt vom Faller und es kommt von falsch. Das, was dir zufällt, ist erst einmal eine Falle, wenn du dich da festhängst. Schau, wenn wir jetzt darüber gehen, haben wir eigentlich schon, das sind schon einmal der Kopf der 86. Es ist mein Beroschit über dem Udo-Kopf, dem Pixelmännchen. Jetzt ist es bricht etwas auseinander und darum nennt man das, das ist ein Los. Wenn ich ein Los ziehe, ist es in einem gewissen Maß schon eine Creatio ex nihilo. Ich wähle aus dem Nichts, das ich selbst bin, dieses absolute Nichts, das alles ist. Das ist der erste große Widerspruch. Ich mache mal unten in dem kleinen Bild immer wieder achten, dann mache ich also hier Gestik dazu, das Pixelmännchen. Wenn du kleiner Geist dich noch vor etwas fürchtest, da haben wir das pur, das ist diese Radix. Ist immer ein Chat-Test, ein Kollektiv-Test. Inwieweit kannst du schon eine Kollektion wahrnehmen? Und das magst du doch laufen, wenn du zum Beispiel jetzt an deine Küche denkst, hast du keine Bilder. Das haben wir so oft durchgespielt, bis wir dann beim Gegenstand, Gag entstanden sind. Und dann haben wir unsere 16 Perspektiven, die man nachvollziehen kann, vorausgesetzt, man weiß, was Holofeeling ist. Es ist der höchste Stand der Philosophie, die es überhaupt gibt. Diese Liebe zur Weisheit. Und wenn ich jetzt da ein M dranhänge, bei diesem hebräischen Wort, das als Suffix, das ist ja besitzanzeigendes Fürwort für Männer, das heißt für Geistesfunken, Die dann Form, kriegst du ja. die Form, das ist die Form, ist auf Griechisch die Idea, da kommen wir noch dazu, die äußere Erscheinung, die Form, das heißt das, was dir zufällt, ihr in Bezug auf Geist. Genau.
Da außen, immer unser AOB, wo ich wiederhole, ich gehe jetzt immer davon aus, dass wir hier, ich drücke es anders aus, an meine Schulklasse in Österreich denken, das Bergdorf, wo die erste bis die siebte Klasse in einem Klassenzimmer gleichzeitig unterrichtet werden. Man muss als Älterer muss man die Demut haben, dass auch Kleinere zuhören. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Schau mir mit so einem Totalwert. Ich gehe da normalerweise gar nicht drauf ein, weil das kann man sehr komplex lesen. Das ist die Kollektion von der 86 von Elayon. Und da könnte ich jetzt sagen, das ist der Geist des Jahwe. Und der Atbasch ist ja die gespiegelten Werte, ist die Geburt von Spiegelungen. Ich gehe jetzt bloß einmal, was wirklich mit wenig, das könnte ich auch erklären, aber was man eigentlich mit elementaren Grundlagen, 86, 26, 99 sind so Zahlenwerte, die ja sehr oft sehr prägnant sind. Da außen wird für Menschen immer nur das los sein, was sich hier und jetzt jeder Einzelne für sich, jetzt Mensch, bezogen blau auf blauer Mensch, ist ein Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm. Jeder Einzel, Schatten, ne, für sich selbst logisch ausrechnet und dann unbewusst selbst logisch ausdenkt, ist es Gestaltwerdung. Gut, das war mal das Erste, wenn wir in der Form sind. Und wir hören jetzt das da mal, du musst wissen, zur Zeit, chronologisch gedacht, ist das sogenannte Hegeljahr. Okay. Gehe ich mal hierhin. Übrigens nicht nur das Hegeljahr 2020 ist nicht nur das Hegeljahr. Hegel wurde heuer 250 Jahre alt. Raumzeitlich chronologisch gedacht. Es ist auch das Beethoven-Jahr und das Hölderlin-Jahr. Die sind nämlich im selben Geburtsjahr geboren. Jetzt rein chronologisch, immer bewusst hier und jetzt gedacht. Das, was wir jetzt denken, ist immer eine Welle, HGL. Das ist ausgedachterweise die göttlichste Philosophie, die es überhaupt gibt. Und jetzt schauen wir mal, was die Zeit hier schreibt zum Hegeljahr. Und jetzt, ich habe das Thema ja schon mal durchgespielt für mich selber. Ich kann nur darauf hinweisen, jedes einzelne Wort wird genau genommen auf 400 Seiten Buch, wo wir genauer darauf eingehen. Und bevor du das nicht installiert hast, dass das immerwährend da ist, mein Beispiel, wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben und du sagst, ja, da ist unheimlich viel Wissen da, gleichzeitig in dem Jahr. Warum jetzt Hegel lesen? Und jetzt können wir ganz kurz mal, wie das aussieht mit den Rot-Blau lesen. Wir nehmen nur mal das Wort jetzt. Ihr wisst es, aber immer dran denken, ich sage jetzt mal, es hört an und er ist wirklich neugierig. Das Je, da kann man JH lesen und dann ist es Gott. Wir können jetzt auch das DZD, das werde ich nicht finden, da haben wir natürlich verschiedene Ts und verschiedene Zs. Bloß, dass man das Prinzip versteht, wenn ich sage, du musst diese kleine Tabelle, das ist das Einzige, wo ich sage, was du musst, was verstanden werden muss. Wenn ich jetzt eine Radix habe, DZD, und dann mache ich jetzt das in der Mitte zwangsläufig rot. Und das ist 90, die rote 90 ist der ewige Geburtsgeber. Da haben wir schon den Geber, den Gabriel, den Gebärer Gottes, die Geburt. Und dann haben wir hier eine Erscheinung und nochmal eine Erscheinung. Das kann man jetzt natürlich austauschen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja nochmal zwei, wir können auch die Zain, T, was auch ein S ist. Dann habe ich hier die Sattheit, die Fülle des bewussten Geistes und eine Pluserscheinung und eine Minuserscheinung. Dementsprechend kann ich natürlich auch dieses T mit einer 9 machen. TZD. Ich habe jetzt absichtlich diese Reihenfolge gewählt. Dann habe ich wieder den Geburtsgeber und eine auftauchende Plusspiegelung und eine auftauchende Minusspiegelung. Das ist unsere Sinuswelle, wenn ich die Finger mal so auseinanderzeichne. Und jetzt mache ich absichtlich einmal dieses T. Zain T, dann kriegen wir in der Mitte die Sattheit, die Fülle des bewussten Geistes und die auftauchenden Spiegelungen. Da hast du, Redo, jetzt schon den Eintrag reingemacht. Man könnte alles, was jetzt war, auch erklären. Das muss man aber nicht, weil wenn ich das Prinzip verstanden habe, sehe ich das selber. Okay? Das war jetzt so viel zum Thema jetzt, aber das ist, ich sage, es ist ein 700-Seiten-Buch. Wir können ja mal die ersten drei Buchstaben nehmen. Wir setzen nochmal E, Ein, Ein, J, Intellekt schaltet sich ein und wird zu einer Erscheinung. Jetzt. Der Intellekt, wenn ich das jetzt mache, habe ich unten hier, der Intellekt ist ein Augenblick auf eine Erscheinung. Oder werde zu Jetzt, wenn Zeit. ich das hier rot mache, den Gott, dann kriege ich Gott und seine augenblickliche Erscheinung. Jetzt, wenn ich natürlich was, das Et Zeit hast, die augenblickliche Erscheinung für sich allein, Zeit hast, und das ist das Spiel, das muss man zuerst einmal verstanden haben. Okay. Da weise ich immer wieder darauf hin, sonst kommen wir gar nicht weiter. Hegel hast natürlich dann wie eine Welle.
Die Welle selber, Gall, 3,30, kann ich auch, wenn ich das hinschreibe, steht 3,3 da. Warum jetzt Hegel lesen, fragen wir uns. Das Problem des Jetzt hat Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes, da steckt das Mensch schon mit drin, 18, Ich und eine Selektion behandelt. Das Jetzt ist genau der Augenblick, AGN hebraisiert heißt Becken, polare Ecken, der Blick in polare Ecken. Das ist unser Tetraederspiegel, in dem das Jetzt vergeht und zu einem Gewesen nennen wird. Wir öffnen, dieses geistige Wesen sind wir. Und das Gewesene, wenn ich jetzt wieder meine, ich denke an die Vergangenheit, habe ich schon was, das Gewesen, das geistige Wesen ist immer hier und jetzt, das ist der träumende Geist. Okay? Hegels Denken ist nicht so passé, wie man meinen könnte. Viele von uns leben, was verstehe ich unter viele von uns? Trockennasenhaft? Bei eigener Definition, weil sie so erzogen sind. Du musst das da mal leben, in wieder auseinandergeschmissene Existenz oder zum Sohn werden. Heute, das hebräische Wort für heute heißt auch der Tag. Heute ist der ewige Tag. Jeder Tag, den du denkst, ist heute. Das ist jetzt nur ein kleiner Vorstand, ein Vorwort für welche, die einsteigen. Ich mache jetzt auch für euch zwei was vollkommen Neues dann, okay? Weil wir glauben, da haben wir wieder unser Gall, unsere Welt ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Dieses hebräische Wort heißt Beschwörungskunst, tausendfach erklärt. Und jetzt kommen wir zuerst einmal der Demokratie. Wir schauen uns jetzt nur mal die Demokratie etwas genauer an. Und dann kommen wir zu den Hegel, dann schauen wir uns Videos an. Die Demokratie im Klassischen, wenn ich in das DWDS reingehe, das ist das, was wir in der Schule lernen. Das ist dieses raumzeitlich ausgelegte politisches Prinzip. Da haben wir schon den Pol, das Tun, Machen, Handeln, wenn ich es hebräisiere. Das sind die hebräischen grammatikalischen Formen, Ivri. Des freien Willens, der freien Willensbildung und gleichberechtigten Mitbestimmung. Das ist schon ein Witz für sich selber. Kein von dir ausgedachter Mensch hat eine freie Willensbildung. Ein Mensch, den du dir ausdenkst, dein Trockennasenaffe, entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst, hier und jetzt in deinem roten Kopf. Und er wird genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Das, was ich jetzt behaupte, ist keine Behauptung, sondern das ist hundertprozentig sicher. Es ist behaupt im Kopf dessen, der sich's ausdenkt. Das ist nämlich der Hauptkopf, der erste Kopf. Wir haben einen roten Kopf und einen blauen Kopf. Der rote Kopf ist immer und der blaue Kopf ist, wenn du an deinen jetzigen Trockennasenaffenkopf denkst. Das ist in die letzten Selbstgespräche immer wieder gekommen, dass ich sage, wenn du jetzt glaubst, du bist, ich sage mal, einer der dieses Gespräch sich anhört, der hat jetzt definitiv, wenn ich dann wieder das Bild einschalte, drei Pixel vor sich, nämlich Diana, eine auseinandergespissen mit dem Redo und mit dem Udo. Wenn du jetzt glaubst, du bist der Redo, jetzt natürlich ist nur dieser übertragene Bildschirm da, da bin ich oft drauf eingegangen. Aber wir machen jetzt einmal hier diese Demokratie etymologisch, da haben wir natürlich wieder dasselbe und dann kommt zuerst einmal, das kommt aus dem griechischen Demos, das Volk. Und Gradeen, das. Heißt aber viel mehr die Gemeinde, das Volk Ja, heißt gar nicht. selbstverständlich, selbstverständlich. Ich gehe jetzt einmal einen ganzen Schritt weiter. Wir machen einmal das in Einzelteilen, dass wir hier zuerst einmal, wenn wir das DE machen, dieses DE ist ja im Griechischen. Schau mal, wenn ich jetzt das mache, ist das ja der erste, Entschuldigung, ist das der vierte und der achte Buchstabe. Ja. Drum machen wir jetzt zuerst einmal 1,8. Wir bleiben auf der Zahl. Ich erzähle dir jetzt etwas. Ich sage immer, das, was du hier erlebst, ist eine Matrix. Und wenn ich jetzt sage, du musst das, was ich dir sage, verstehen, dann musst du jetzt erst einmal klar sein, wenn wir hier etymologisch die Ehe anschauen. Okay? Dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, dass dieses Wort Ehe, halt, ich muss die große Ehe nehmen, weil sonst haben wir ja wieder vorher. Ehe das passiert ist, sagt mir auch. Ehe das passiert ist. Dann kriegst du, die Ehe steht vor allem, die göttliche Ehe des Adam steht vor allem. Da kommen wir am selben. Komparativ, früher, und da kommen wir ja rein, dass also Ehe, dass das von Ewe, na wieso macht denn jetzt das nicht? Pass auf, ich gehe mal da rein. So, jetzt muss ich da runter. So, den wollte ich haben. Eine gesetzliche Verbindung von Mann und Frau. Wir wissen, der Adam, der
Mensch, der Gottmensch, ist männlich und weiblich, was eigentlich Denker heißt. Es ist der Mann und Frau U. Ist die Erscheinung, dann ist es natürlich auch West für Gesetz, für Recht, für göttliches Gebot, ein göttliches Gebot. Da wird es natürlich ganz interessant, was mir wichtig ist, dass das von Ewe kommt. Da steckt das Wort Ewigkeit mit drin. Ja. Ein ewiger Ehevertrag. Was ich mit Holofeeling, mit meiner Geistesfunktion eingehe, ist ein ewiger Ehevertrag. Aber was jetzt sehr interessant ist, wieso ich jetzt das nochmal anspreche. Wie heißt eigentlich die Ehe auf Lateinisch? Und dann wirst du feststellen, die Ehe auf Lateinisch, das siehst du als allererstes. Ich gehe jetzt einmal hoch und wir schauen uns das in den altgriechischen Grimmschen Wörterbuch, im deutschen Grimmschen Wörterbuch. Wir müssen immer in die Vergangenheit gehen. Und dann wirst du feststellen, das Matrimonium im Lateinischen, dieses Matrimonium im Lateinischen, da haben wir zuerst einmal die Matricalis zur Mutter, zur Gebärmutter gehörig. Und da haben wir jetzt, das ist das lateinische Wort für Ehe. Und die Grundlage dafür ist dann die Matrix. Das ist die Mutter, die wir zur Zucht und zur Fortpflanzung von Geist benötigen. Geistig gesehen sieht es definitiv so aus, das ist auch die Erzeugerin von Menschen. Die Erzeugerin von Menschen ist nicht eine Trockennasen-Effin bei eigener Definition, sondern das ist ein Programm. Ja. Ich sage, die extreme Vergangenheit, die du dir ausdenkst, und die extreme Zukunft, die du dir ausdenkst, wenn du jetzt das kleine Bild anschaust, ich weiß nicht, ob die, habt ihr den Udo unten in der Ecke? Ja. Die sind ja im Kreis geschlossen, immer alles, was sich widerspricht, trifft in einem Punkt zusammen, der genau genommen das Dual ist. Ja. Das, was wir hier aufspannen, ist ein Symbol für unsere Sinus, wo wir die Zeit zusammengeschoben haben. Und das wiederum ist doch eigentlich generiert, das Plus und das Minus im Einheitskreis. Ja. Ja. Ich sage nochmal, eine ausgedachte Vergangenheit bis zum Ursprung und die Zukunft, bis es wieder zurückflutet. Ich spreche ganz kurz nochmal meinen physikalischen angeblichen Urknall, der in der Vergangenheit passiert ist und wo jeder Physiker sagt, es wird letztendlich in der Zukunft wieder in einem Punkt zusammenfallen. Dann setze ich einen Punkt, wo was auftaucht, in die Vergangenheit und einen Punkt, wo was wieder zusammenfällt, in die Zukunft. Schiebe ich aber die Zeit weg, ist es der Mittelpunkt. Genau. Ja. Und die Erzeugerin, dieser Mittelpunkt, Creatio ex nihilo, haben wir die letzten Gespräche immer wieder gehabt. Ja. Das ist die Ehe. Und diese Ehe ist die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, habe ich erklärt, ist nicht eine ausgedachte Zeitspanne, unendlich lang, sondern das Jetzt. Ja. Dieses Jetzt. Und du merkst, ein Wort erklären genauer, wenn das einmal installiert ist, wird alles ganz anders. Schau mal her, es ist auch, die Matrix ist auch der Stamm, aus dem 2G herauskommen. Ja. 2G, 2G ist Gag, Gag ist die Welle. Ja. Z-Waff, die Geburt eines doppelt aufgespannten Ei. Ja. Dieses Ei wiederum mit 70 geschrieben, gibt einen Trümmerhaufen. Jawohl. Okay. Das ist eine Ruinenstätte, ein Trümmerhaufen. Trümmerhaufen beginnt mit der Erde, das heißt meine Reiche, meine Spiegelwahrnehmung. Ja. Auf das Aufkommen noch. Da wird es nämlich sehen, ich muss jetzt ganz wild springen, wir verknüpfen das dann auch. Okay, ja. Wir waren schlichtweg und einfach bei unserem DE. Hebraisiert ist das der vierte und der achte Buchstabe. Wir bleiben nur in den Zahlenwerten. Ja. E-Chat. Das ist eine geöffnete Kollektion. Wenn ich jetzt erwaff, dass ich jetzt hier die Öffnung zu einer aufgespannten Kollektion mache, die ist ja noch geschlossen, dann kriege ich einen Wegspinn, Fortreiben, Stoßen, ein Herausdrängen. Okay? Ja. Das ist ganz wichtig. Erst hier dieses DE. Wir können natürlich jetzt auch, weil wir wenn Fantasie haben, dieses D einfach als 470 lesen und das ist mein Wissen. Ja. Ja, genau. Die Erkenntnis des Wissens, das ich erkenne, das ich verstehe, Ehe, mit dem ich nicht eins mache. Es gibt viel Wissen, mit dem ich will ich mich gar nicht ehen. Ja. Das ich nichts zu tun haben, das bekämpfe ich. Ja. Das ist unser D. Jetzt schauen wir mal, was dieser Partikel D im Griechischen heißt. Wir sind bei der Demokratie. Ja. Das ist ein Partikel, welcher dient, Begriffe hervorzuheben. HR auf Hebräisch heißt Berg. Das deutsche Wort Berg wieder heißt, im erweckten Geist wird etwas vor, zu, Befehl, das aufzuheben. Wurde dann aufgespannt und es ist eigentlich eben, ja. Wenn man es arithmetisch sieht, deren Abstammung unsicher ist.
Man hat sich mit de, bla 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 im Latein, jam, Verbindung, schau mal, das Meer in Verbindung ja. gebracht. Aber jetzt, das wird jetzt noch viel interessanter, wenn man sich da voll drauf einlässt. Ein einzelnes Wort lässt sich de nur selten übersetzen. Gut, de, wenn ich das de reden tue, ist eine geöffnete Kollektion. Es ist einfach nur eine Kiste. Mhm. In der Regel, und da haben wir jetzt schon, in der geöffneten Berechnung ist eine berechnete Welle. Ja. Regel wiederum, wir wissen, wenn ich das wieder diese Buchstaben eingebe, und das ist wirklich eine Matrix. Ich kann es nicht oft genug sagen. Holofeeling ist ein vollkommen neues, anderes Weltbild. Es ist ein Weltbild des dritten Jahrtausends. Ja. Das ist genauso anders, wie jetzt dieses heliozentrische Weltbild im Widerspruch zur Scheibenwelt war, aber beide Welten haben eins miteinander. Sie glauben, da außen ist Raum und Zeit unabhängig vom ja. Denker. Ja. Mit Holofeeling wirst du zum Zentrum. Zum Mittelpunkt deines eigenen Traums. Ja. Diese Regel ist das Bein, da steht schon wieder Polarität ein. Ja. Und du musst diese Polaritäten abwandern. Ganz interessant, das Aufblühen von an der Wand, doppelt aufgespanntes OND heißt Auf- und Abschwingen, ja. ist eine erweckte Existenz und du musst es auskundschaften. Ja. Ausspionieren, meine Schwelle. Ja. Augenblick, ist Oni. Jetzt könnte ich Oni. Du weißt, eine biblische Figur, Onan, das ist und so weiter und so fort. Ja. Es ist jedes Wort ist ja 400 Seitenbuch, wenn du gehst. Und das, was ich dir jetzt sage, es geht mir nicht um das Wissen, sondern hauptsächlich, was du bist. Du bist der Einzige, der immer ist. Der, der jetzt dieses Gespräch wahrnimmt. Der das erlebt. Es erlebt nicht der Körper, der du zu sein glaubst. Kein Gedanke, den du denkst, existiert, wenn du ihn denkst, wenn du ihn nicht denkst. Und Gedanken erleben nichts und du kannst Gedanken von dir nichts erklären. Wenn ich als Udo immer wieder sage, denke mal an irgendwas. Und es ist kein Unterschied, ob du das nur denkst oder ob du das sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast. Du kannst deinen Gedanken nicht erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Bevor du das nicht akzeptierst und noch immer mit als Gedanke, der, mit dem du dich verwechselst. Ich sage, die Hölle beginnt in dem Augenblick, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Zigtausende Mal habe ich diesen Satz wiederholt. Mit einer unendlichen Geduld, um dich wach zu machen. Okay, wir gehen da wieder zurück. Das war jetzt nur das Wort, da könnte ich jetzt ewig drauf reingehen. Muss es durch die Wortstellung und die Betonung ausgedrückt werden, aus dir herausgedrückt werden, aus dem Polaren einen, das eigentlich der Mittelpunkt ist. Du musst jetzt erst einmal diese Seinsmöglichkeit herausdrücken und es den, den die geöffnete Existenz hebraisiert, heißt das Urteilen. Hervorgehobenen Begriff, HR heißt wieder der Berg, vor ja. dir ist der Geist, der eine Wahrnehmung macht, oder dieses Gehirnwahrnehmung ist oben. Ja. Eine augenblickliche, O als Oin, augenblickliche polare Existenz. Mhm. Begriff nicht selten als eine offenbare, nicht abzuleugnende Tatsache hinstellen will. Jetzt, ich habe jetzt das ein wenig gespreizt, regelmäßig gelesen. Jetzt ganz interessant wird es Sachen mit den Offenbaren. Ist etwas, was du siehst, wenn etwas evident ersichtlich ist? Was bedeutet letztendlich das Wort evident? Wir kommen, Betonung liegt auf dens. Wir können auch e-Video lesen. Mhm. Video heißt auf Lateinisch, das Video heißt sehen, mhm. unsere Ehe-Denken. Ja. E-Video-Evidenz, wenn ich e-Video lese, heißt es ex-Video, ein herausgetretenes, aus dir herausgetretenes Sehen. Ja. Das nennt sich dann offenbar. BR ist das Äußere. Ja. Offenbar ist ganz interessant. Hier das Offenbare, wir schauen uns das einmal an, beginnt es erst einmal mit off. Mhm. Off ist kreisend, O, oh, der Augenblick auf zwei Facetten. Ja. Okay, und die beginnen zu existieren. Ja. Und die sind das Bare. Jetzt wissen wir, bar, BR heißt ja das Äußere. Ja. Jetzt hängen wir mal das Äußere. Das ist ja. natürlich jetzt mehr die Reinheit, eine berechnete Einheit, kann ich lesen, eine berechnete Einheit. Jedes Wort ist extrem vielfältig und da hängt man bar he, ein he dran. Was kriegen wir, Redo, weißt du's? Wenn ich das Äußere wahrnehme,
Das ist ein Austräumen, ein Auswählen. Kreatio ex nihilo. Ich bestimme letztendlich, was das ist, was ich aus einem Wort mache. Ja. Es ist dann das Seiende, Speisen, sich aufwillen. Das ist wieder Essen, ist ja Sein. Das heißt, ich bestimme letztendlich selbst, was ich austräume. Stimmt es oder stimmt es nicht? Schreibt der Kugelschreiber Gedicht oder schreibt es nicht? Es bestimmt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt wissen wir aber, dass wenn wir ins Lateinische das off, ins Englische gehen, heißt das aus. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, dass das Wort aus, denke ich mir was aus mir heraus oder ist was aus? Das ist die Sache wie mit dem Weg. Denke ich meinen gewissen Weg von A nach B oder ist es weg? Genau. Also machen wir mal das aus in der Epistemologie. Da haben wir jetzt schon zwei Sachen. Bezeichne die Richtung von innen nach außen. Das Aus ist natürlich ganz interessant, weil wenn wir das mit den scharfen S machen, haben wir wieder unser AOB, die Beschwörungskunst. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die zu existieren anfängt. Das ist, wenn ich mir was nach außen denke. Es bezeichnet die Herkunft. Bezeichnet die Materie, aus der etwas entsteht. Das ist meine 200 Gramm rote Gnede als Marder. Ausgedachterweise. Ja. Ich sage aber, die ist rot. Rot ist etwas, was nicht denkbar ist. Ein träumender Geist ist etwas, was nicht denkbar ist, weil Geist prinzipiell als Ding an sich absolut ewig ist. Und was ewig ist, kannst du nicht denken. Alles, was du denken, geurteilte Fundament, etwas überlegen, baut auf Unterschieden auf und ist vergänglich. Ja. Aus heißt umgangssprachlich zu Ende gehen. Es ist aus, es ist off. Ja. Das ist immer dieses Plus-Minus, muss man verstanden haben. Das sind nochmal die Grundlage. Und du merkst jetzt schon, wie tief das geht. Das Offenbare ist praktisch dieses Kreisende. Die zwei Facetten zur Existenz wird, sind letztendlich das, was du austräumst. Ja. Das steckt in den Offenbaren schon drin. Ja. Das ist die Evident, die Video habe ich jetzt gesagt. Video ist das Sehen, aber eigentlich ist das Evidente, da steckt das Dent mit drin. Und das führt uns jetzt letztendlich zu Hegel. Ich habe jetzt nur etwas ausgeholt, der ja auf Kant aufbaut. Ich will jetzt das einmal wegmachen, sondern wir schauen uns jetzt einmal hier als nächstes die Transzendentalphilosophie an. Da haben wir zuerst einmal eine Reihe. Ich will ja nicht, weil ihr merkt, es ist ja sehr, sehr viel. Wichtig ist mir zuerst einmal der Begriff Dental. Mhm. Wir wissen, es ist der Zahn. Mhm. Ja. Zahn ist das Shin und das Shin ist die Logik, der Logos. Mhm. Wir haben die vier verschiedenen Sinn. Mhm. Diese vier Shin letztendlich ist ein Urteil und das erzeugt zuerst einmal das Tal. Das ist eine Erscheinung Gottes. Ja. Das Urteilen erzeugt die Erscheinungen Gottes. Ja. Allhin. Jetzt ist es interessant, dass dieser Gott, dieses Tal, wenn wir das hebraisieren, haben wir natürlich wieder, wir machen einfach mal Tal. Du wirst ein Gotteskind. Ja. Ein Gotteskind, wenn du bist, bist du ein Geist Gottes. G-I, rot geschrieben. Ein Geist Gottes ist das hebräische Wort für Tal. Ja. Rot geschrieben. Bewusster Geist ist göttlich. Unbewusster Geist ist nur ein Gehirn, das ist nur Verstand, Intellekt und das ist, der ist nur Intellekt. Bist du noch intellektuell? Ich sage, Udo sagt immer, bist du, ist logisch oder ist es schon geistreich? Ja. Wenn es logisch ist, ist es intellektuell. Das ist Tal. Der Geist Gottes. Es ist natürlich auch die Niederung. Was natürlich ganz interessant ist, wenn wir das machen, der seiende Gott, rot gelesen, N-I, hast du dir schon mal angeschaut? Mhm. Jetzt kriege ich natürlich, zuerst aber hier das große Problem, blau gelesen ist die Existenz, die intellektuell zeugt, erzeugt immer Glauben. Koll, wissen wir, heißt ja alles rot geschrieben, ja. Wie Licht. Und Argen sage ich immer Agen, da steckt das Age N, eine zeitliche Existenz schon mit drin. Ja. Solange du eine zeitliche Existenz bist, hast du Angst, dass du vergehst. Wenn ich das rot lese, wird natürlich Kol, das wie Licht, alles, das hebräische Wort für alles, wird zum Schöpfergeist. Ja. Es ist aber das auch, die Kurzform im Hebräischen, ganz begreiflich, gibt es Bücher drüber, sein Licht soll leuchten.
Das ist dieses, schreibt sich immer mit da unten, ist es hier mit den zwei Strichen. Und zwar ist es die Kurzform für Nero Ja. Reihe. Das ist praktisch, ne, ist es flackernde Licht, sein flackerndes Licht. Ja. Ich habe jetzt das Rot gemacht. NR nur ist ja das flackernde Licht. Und das Göttliche an und für sich hätte es da rot-blau anders setzen müssen. Ja, kommen ja. Redo ist ein Fehler, können wir immer austauschen. Ja. Hat Redo reingestellt, aber es ist definitiv so, dass wir ja immer rot-blau austauschen können. Dann wird das hier, weil NR alleine ist jetzt erst einmal die Katze, KRS, das flackernde Licht. Und das ist dann hier sein Eier. Okay, soll leuchten. Dann haben wir als nächstes Ed. Das ist der Zeuge bis Ewigkeit. Die Ewigkeit, der Zeuge bis Ewigkeit. Wo waren wir? Wir waren bei dem Wort Niederung. In Ed. Und das ist der erwachte, aufgespannte oder verbunden seiende Geist. Je nachdem, ob wir es rot-blau lesen. Wenn man das Prinzip hat und es lässt sich leicht lernen, ganz nebenbei, ist immer doch mal die 2.13 schon stehen. Aber worum es mir jetzt ist, dass man dieses Prinzip, wenn man nicht verstanden hat, dass es wirklich eine Matrix ist, wo man auch zum Rechnen anfangen kann. Und es ist, wenn das einer hört, darum wiederhole ich immer wieder dieselben Sätze. Wenn ich jetzt rein wieder normal als Brösel sage, ich denke mir jetzt eine Zeitspanne aus der letzten 25 Jahre, wo ich sage, komm zu mir und ich zeige dir, dass in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler drin sind, die von Leuten als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen werden, weil sie so programmiert sind und die das nicht mehr in Frage stellen. Die ich jedem 13-Jährigen hundertprozentig sicher beweisen kann, dass das mit der vermuteten Vergangenheit gar nicht so gewesen sein kann, wie es da drin steht. Ich sage jetzt nur meine Stimmgabel und so weiter, diese Beispiele. Da müsste ich mir mal eigene Gedanken machen über das, was ich glaube, ob das eigentlich wirklich so sein kann. Jetzt kommt natürlich das nächste Problem, dass du natürlich Glauben auch verwirklichen kannst und dich dann immer mehr in dem Gefängnis, wo ich sage, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Und du hast noch keine eigene Meinung. Und jetzt gehen wir mal ganz, ganz gezielt die Transzendentalphilosophie. Du merkst, wir waren jetzt bloß bei dem Tal. Ich muss das, wenn ich das nicht mache, mir geht es, dass du musst, ich drücke es anders aus. Du Geist musst es momentan nicht intellektuell verstehen. Mir geht um das Prinzip. Mir ist das da mal wichtig, was ich immer vorneweg setze. Ich erkläre dir, was du bist. Und bevor du das nicht akzeptierst, was du bist, das heißt, das Tier in dir bist du nicht. Du bist der, der sich das Tier ausdenkt, wo du ein Leben lang gesagt hast, das bin ich. Es ist kein Unterschied, ob du an dich denkst, an Rumpelstützchen denkst, an einen Stein denkst. Es sind ständig wechselnde Informationen. Wer schaut sich das an? Wer erlebt es? Dann kannst du wieder sagen, ja, ich. Aber nicht dieses Ich, das du dir ausdenkst. Da kommen wir jetzt gleich beim Hegel drauf. Das sind elementare Fehler. Hegel erklärt es richtig. Aber all die, die jetzt diskutieren, was Hegel damit meint, streiten schon wieder um Einseitigkeiten. Wir gehen einmal kurz auf die Transzendentalphilosophie. Umfasst philosophische Systeme und Ansätze, die die Grundstruktur des Seins, jetzt müssen wir zuerst einmal klar machen, was Sein ist. Das ist auch bei Hegel sehr, habe ich so oft erklärt, das rot geschriebene SAI in das Bewusstsein, das nicht existieren kann. Wir reden jetzt von etwas, was genauso wenig existieren kann, wie wenn ich jetzt über das Nichts rede. Das Wort Nichts existiert und das Wort Sein existiert. Blau geschrieben wird es jetzt zu was Existierendem. Nicht durch eine Ontologie, die Seinslehre, sondern im Rahmen des Entstehen und Begründens von Wissen. Wo kommt Wissen eigentlich her? Wissen ist immer ein Bissen. Jeder Moment, jede Gedankenwelt ist eine kleine Facette aus dem Großen, aus der Weisheit. Das hast du in der Physik mit dem sogenannten weißen Licht, das in viele Farben zerbricht. Okay? Das Wissen, das das Sein beschreibt, du kannst das Nichts nicht beschreiben. Du kannst wissen, was es ist. Und du kannst wissen, was alles ist. Beschreiben kannst du es nicht. Und in dem Moment, wo du was beschreibst und dir das bildlich, bildlich, im Kind, in dir selber, im Gotteskind vorstellst, vor dich hinstellst, gedanklich oder sinnlich wahrgenommen, sag ich mal, ist es halt auf der VR-Brille, ist trotzdem eine Information, weil außerhalb über die VR-Brille geht ja nichts hinaus. Das sind deine zwei Becken, die polaren Ecken. Wenn ich es immer so mache, ist es definitiv so, dass es immer existierend ist.
Und jetzt ist es, wenn wir mal den Weg, du denkst an der Stadt, an was denkst du, wenn du an der Stadt denkst? Ich fange bei der Stadt an. Wir können beim Universum anfangen. Das in eins gekehrte. Da denkst du an kein Bild. Wenn du dir ein Bild machen willst, müsstest du dir aus der Stadt, hast du mal eine Straße raussuchen, irgendeinen Blickwinkel raussuchen. Und in dem Moment, wo du ein Bild kriegst, bist du in eine Struktur hineingezoomt ohne Ende. Genau. Das heißt immer, wenn wir sagen, wir reden ja von einem Mikro- und einem Makrokosmos. Der Mikrokosmos, wir wissen das Mikro, wenn wir mal bei der 1 anfangen, kommt als nächste Stufe nach dem Komma das Milli. Keiner spricht von einem Millikosmos. Kosmos ist ja nur die Ordnung. Wir haben einen Mikrokosmos, das heißt die Mikroordnung. Habe ich in den letzten Selbstgesprächen nicht gesagt, das Wissen deiner Menschheit entspricht zurzeit einem Basic-Computer-Programm. Ich habe mich da noch ein wenig genauer ausgedrückt, dass ich gesagt habe, das ganze Wissen deiner momentanen Menschheit, das du deiner Menschheit zusprichst, die du dir jetzt ausdenkst, ist für mich nicht mehr wie das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Es ist kein Mikrobewusstsein, es ist kein Nanobewusstsein, es ist ein Pico-Bewusstsein. Von dem Pico-Kosmos, in dem du lebst, dein ausgedachtes Universum ist genau genommen kein Makrokosmos, sondern ein Pico-Kosmos im Begriff auf das Ganze, das wirklich das heilige Ganze ist, wenn du die Matrix verstanden hast. Okay, klingt jetzt so unglaublich. Für dich wird es so sein, wie du meine Worte interpretierst. In dem Transzendentale, da haben wir schon das Shin. Shin hat was zu tun mit Problemen. Wieso hat es mit Problemen zu tun? Weil das die Zähne sind. Und ich sage jetzt nur in der Medizin, wirft deine Matrix Folgendes auf. Wenn du an menschliche Zähne denkst, denkst du an 32 Zähne im Normalfall. 32 ist Leb und die sind in vier Quadranten eingeteilt, wenn du Zahnarzt lernst. Trans sind Ansätze, die Bedingungen der Erkenntnis untersuchen. Was sind die Bedingungen der Erkenntnis? Ich kann erst was untersuchen, wenn ich mir was ausdenke. Kann ein Geist, der nicht träumt, etwas untersuchen? Ich könnte jetzt auch sagen, du musst es untere in dir suchen, weil auftauchen tun die Berge. Aber was ist die Ursache für den Berg des Tal? Das Tal haben wir gerade gehabt. Das ist der Geist Gottes, GI. Du musst es unter dir suchen. Außer du sagst, das Ganze ist oben, dann kannst du es über dir suchen. Die vor jeder Erfahrung a priori im Subjekt liegen. Jetzt ist das Problem, ein ausgedachtes Subjekt ist kein Subjekt, sondern schon wieder ein Objekt. Genau. Im, das Meer, das immerseiende Subjekt ist El Hayom nicht denkbar. Das Wort a priori, da kann ich ganz kurz einmal drauf eingehen, ich glaube, ich habe das noch offen, ist ein großes Problem. Schau mal, Wiedergeburt in Jahwe. In meinem Selbstgespräch, die Mutation, erkläre ich mir Folgendes. Das sind Selbstgespräche. Du musst jetzt, wenn du das Selbstgespräch aufrufst aus der Dione oder Holofeeling-Seite, dass der Aufbau der Selbstgespräche jetzt erst einmal in Ich bin du schon beginnend, du musst dich dabei selber beobachten. Da heißt es, du hörst dir jetzt selber zu, wenn du das liest. Das funktioniert nicht, wenn du das Video anschaust. Ja, genau. Während du diese Schriftzeichen anschaust, das sind Worte, im Anfang war das Wort, hörst du in dir eine Stimme sprechen. Tausendmal gehört, aber gar nicht verstanden, was es dir eigentlich sagt. Du denkst dir diese Worte, du machst aus diesen Worten Geräusche und dann aus diesen Geräuschen oder Worten wiederum Vorstellungen. Und zwar in Maßsetzung deines anerzogenen Programms, deines Intellekts. Und wir lesen das jetzt einmal mit deiner klassischen Logik, dass zum Beispiel im ausgehenden 20. Jahrhundert von jedem tiefgläubigen Materialisten völlig logisch, das heißt, unwidersprochen geglaubte heliozentrische Weltbild. Das wird ja gar nicht mehr angekratzt. Nein. Wenn du aufgehört hast, dein jetziges Wissen in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann bist du eine geistlos logisch funktionierende Maschine. Ist wie auch der in deiner geistigen Reifestufe, das meine ich jetzt, den Geistesfunk, der du bist, der sich das jetzt anhört, noch im Massenunbewusstsein wütenden Darwinismus und allen anderen a priorischen Theorien über Makro- und Mikrokosmos dieser Zeit nicht mehr als ein hypnotisierend kollektives Hirngespinst. All das Zeug, das heliozentrische Weltbild und der Darwinismus sind ein hypnotisierendes kollektives Hirngespinst. Die Ursache bist übrigens du, weil die Menschen, die du dir ausdenkst, wann das glauben, was du glaubst, dass die denken. Und du denkst jetzt Menschen aus, die das Richtige glauben, das ist das, was dir logisch erscheint, was dir richtig erscheint, und welche, die was anders glauben, zum Beispiel die Corona-Leugner aktuell,
Das ist natürlich verkehrt. Wenn du jetzt ein Corona-Leugner bist, dann glaubst du das, was du dir aus deinen Verschwörungstheoretiker-Seiten aufgesaugt hast, und dann sind die Lügner die, die sich an den offiziellen Seiten. Die einen wie die anderen sind Deppen. Genau. Das sind geistlos nachäffende Affen bei eigener Definition. Es tut weh, es tut einfach weh. Es ist Sodom und Gomorra, wo du Geist zurzeit dich als Brüssel befindest. Da ist aber nichts verkehrt gelaufen. Es ist keine Strafe, es ist ein Verwandlungsprozess. Alle raumzeitlichen Theorien sind letzten Endes immer nur dogmatische A priori-Theorien. Jeder geistlose Nachdenker, das A priori kommt von Kant, Transzendentalphilosophie, auf der dann Hegel aufbaut. Jeder geistlose Nachdenker dieser Theorien hat sich, wie dies jedes mit Viren infizierte Computerprogramm zu tun pflegt, in sich selbst aufgehangen. Es sind so einfache deutsche Sätze. Ja, aber Wenn so du das sofort verwirfst, das sind diese Scheiß-Drecks. Scheiß ist Exkremente, TR-Generation in einem Eck. Ich verwende jetzt auf Fränkisch Scheiß-Drecks-Filter, die du in dir einschaltest. Ich habe immer wieder, ich erkläre in einfachen Worten etwas. Ich habe so viele Beispiele und du hörst überhaupt nicht zu, weil ein Begriff, den du falsch interpretierst, dich sofort zum Abstürzen bringt. Als Weltkluger, da steckt das Wort Lug mit drin. Mensch, zitiere ich. Ich bin ja bloß ein Affe. Ich interpretiere. In mir ist eine vorherbestimmte Tat, ein Tier, das ich nenne. Den Begriff a priori, so wie ich halt alle normalen Menschensäugetiere Anfang des 21. Jahrhunderts das zu tun pflege. Ich kann ja im Buch nachschauen, was das bedeutet. Ich muss ja nicht selber denken. Und die Schwierigkeit ist, was ich am Anfang gezeigt habe, dass diese Worte in sich eine Einheit bilden, ein Computerprogramm. Da darf kein Jota verloren gehen. Ich kann nicht oft genug sagen, wenn du in dem Internet eine Internetadresse eingibst und du magst bloß bei statt .de, .de, wirst du diese Adresse nicht mehr finden. Also, was steht in den Lexikas, wenn du das jetzt recherchierst? Als a priori bezeichnet man eine von der eigenen, das habe ich hinzugefügt, von der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung unabhängig allgemeingültige Erkenntnis. Das sind die ganzen Axiome. Ich programmiere dir ein logisches Konstrukt ein, wie in einem Computer, und dann machst du aus dem Konstrukt, aus diesem Programm Bilder. Die kannst du dann auch erfahren. Du kannst dann Menschen aufschneiden, dann wirst du dann Lungenflügel finden. Du kannst dann Motor zerlegen und dann werden da Kolben drin sein und Zündkerzen, wenn es ein Benziner ist. Aber dieses Konstrukt als Ding an sich, es ist zuerst das Wissen da. Ein Mensch, ein träumender Geist, ich sage immer, ein Computer, der dieses Wissen nicht hat, der kann diese Bilder gar nicht aufbauen. Okay, so oder ähnlich steht es nämlich in jedem Lexikon deiner jetzigen Zeit. Jetzt kommt dieses: Ich habe gelernt, dass a priori das bedeutet, was im Lexikon steht, und deshalb ist das für mich auch so. Das, was ich in der Schule oder an der Universität gelernt habe, denk wieder, ich weiß nicht, wieso mir jetzt schon wieder mein Professor Lesch und Konsorten einfällt, ist für mich die Wahrheit meiner Welt. Zumindest glaube ich bisher unwidersprochen, dass es die einzige Wahrheit ist. Wahrheit ist immer eine Wahrnehmungseinheit. Du kannst nur das wahrnehmen, was du dir selbst ausdenkst. Denk immer, du bist der träumende Geist oder Computer. Auf dem Computer wird nur das auftauchen, was am Programm und Daten vorliegt, und als träumender Geist hast du dann Intellekt, dann schwamm ihn halt. Als geistig verbildeter Mensch gebe ich mein Wissen und meine Wahrheiten, wenn erforderlich, wie ein gut funktionierender Automat. Automatismus. Autos das Selbst, Mordicus, Dummkopf, Tor, Blödmann. Die Mathematik, das gelernte Mathe, das gelernte Wissen eines Dummkopfs, eines Blödmanns. Das heißt Mathematik, nicht rechnen. Tausendfach darauf eingegangen. Kannst du in jedem griechischen Wörterbuch nachlesen. Schau Auto nach, das ist er selbst, und Mardikos ist Dummkopf, Unbewusstsein, Blödmann. Das sind die Mathematiker deiner Welt. Selbst die mathematischen Gesetze, Gödels, Unvollständigkeiten, die bewundert werden, weil du so programmiert bist, dass das fantastisch ist. Und das ist so ein Hirnschiss, was du da lernst. Natürlich immer nur eins zu eins wieder und mach dementsprechend die Vorstellung, in die ich gelernt habe, was diese Worte bedeuten. Denn ich will ja an diesen Binsenwahrheiten ja nichts verändern. Das ist die größte Dummheit eines jeden intellektuellen Besserwissers. Egal, was du studiert hast, was du gelernt hast, welche Religion du anhängst, das ist Schwamminhalt. Konntest du dir gar nicht raussuchen. Der zwar ein großer Weltmeister im Nachdenken der Theorien und Erlebnisse anderer ist, aber nur ein sehr kleiner geistesarmer Hosenscheiß ist, wenn es um selber denken und ureigene Meinung geht. Das erste Problem ist, dass jeder normale Mensch felsenfest davon überzeugt ist, dass das, was er glaubt, seine Meinung ist.
Jetzt denk wieder an mein Schwammbeispiel. Wenn ich den als Baby woanders groß werden lasse, zu einer anderen Zeit groß lassen, ist ja immer alles jetzt, zu einem anderen, in unserer Weltgeschichte, die wir uns ausdenken, in ein anderes Zeitalter reinsetze, diesen Geist, der ewig ist, dann hat er komplett andere Vorstellungen von Welt und andere Bilder. Alle intellektuellen Besserwisser vertreten immer nur die Meinung anderer, die sie einmal geistig in Besitz genommen haben, immer nur geistlos rezitieren und unbewussterweise als ihre eigene Meinung betrachten und als solche ausgeben. Beschreibt diese Erklärung von a priori nicht genau das geistlose Fürwahrhalten eines jeden Menschen mit einfallslosen Lexikon, Zeitungs- und Nachrichtenwissen oder Universitätswissen oder Religionswissen? Noch einmal, im Lexikon steht, als a priori bezeichnet man eine von der eigenen Erfahrung, von der du kannst es erfahren. Was andere erfahren, blabberst du schon wieder nach. Erfahrung und Wahrnehmung unabhängige, angeblich allgemeine gültige Erkenntnis. Jetzt können wir da natürlich noch runterfahren und dann uns anschauen, dass diese Übersetzung von Kant eigentlich schon verkehrt ist, weil Prior heißt ja vorher. Warte mal, kommt es dort dann irgendwo? Ja, das machen wir mal weg. Das ist ja die Vorsilbe, die lateinische Vorsilbe. Die lateinische Vorsilbe A ist ja sehr vielfältig. Das ist ja einmal hier, ach, eine Interjektion, was heißt das? Ein Staunen, unser A, wahrgenommene Schöpfung, ach, die wahrgenommene Kollektion, die wir gar nicht wahrnehmen, ein Ausdruck der Wehmut, der Überraschung, der Verwunderung. Ist es das dann mal hier so, diese als Vorsilbe? Ist es ganz der Wehmut, der Überraschung, der Verwunderung, der Zurückweisung? Dann kommst du natürlich hier tiefer rein, von aus stammend, herkommen, dann ist es natürlich im Griechischen eine Verneinung, aber wir fahren mal da ganz runter, schau, das sind nur diese Vorsilbe a bedeutet, a priori. Mal ganz kurz, dieses pri heißt ja vorher, die Frucht im Hebräischen, das Erzeugnis. Aber schau mal, wenn man jetzt da runter fährt, da wird es ganz interessant. Den Prior. Es ist das Weggehen, das Abgehen, das Wegtun. Im Sinne des Abweichens. Das Wegtreiben, da kommt jetzt das Vieh-Wegtreiben. Du denkst dir Menschen aus, das ist ein Wegtreiben von Vieh. Aber mir geht schon wieder viel zu sehr in die Sprache rein. Schau, das war jetzt Aber auch bloß eine dieses Verneinung. Apriori. Bitte? Ist ja auch Das eine ist die Verneinung. Verneinung. Das heißt nicht von vorher, nicht von früher. Das ist der Punkt. Das wollte ich gerade sagen. Ori. Im Subjekt liegen. Das eigentliche Subjekt ist der rote Kopf. Beroschit. B. Roschid, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Das ist der erste Satz in der Bibel. Für die Juden, die es immer noch nicht begriffen haben. Jetzt habe ich es austauscht. Jetzt haben wir es stimmen. Das steht über den Udo sein Kopf, wenn du da hinschaust. Das heißt im Anfang, richtig übersetzt. Weil Roschid ist der Anfang, die Spitze des Oberhaupt. Bara, inmitten dieses Rasch, in diesem Kopf wird etwas aufgebaut, kriegst du Geschenke. Das ist die korrekte Übersetzung. Okay. Transzendentalphilosophie. Das müssen wir ganz kurz, die Grundlage muss passen. Wenn das einmal verstanden ist, wirst du merken, wird die Metaphysik. Meta sind wir schon oft darauf eingegangen als universelle. Uni ist immer das eine, da kommt das Universum her, das in eins gekehrte, die Energie, Energie, das innere Wirken, das ist der träumende Geist, ist die Energie für den Traum. Immer rot geschrieben. Einsteins Energie in der Einstein-Formel. Das muss man jetzt erst einmal gecheckt haben und das führt uns dann zu dem Hegel. Jetzt haben wir hier. Grundzüge der Hegelschen Philosophie. Da steht eigentlich alles dort. Die Frage ist, wie checkst du das? Der Ausgangspunkt bist du selbst, der träumende Geist. Der Hegelschen DR heißt geöffnete Berechnung, heißt Generation, ist dann wie eine Welle. Das ist Schind deiner Logik. Philosophie wie des deutschen Idealismus, Idea, griechisch. Äußere Erscheinung, eine Form, eine Gestalt, die du dir ausdenkst und die ist über dem Haupt, über diesen Kopf, Beroschit, über dem Kopf drüber, weil du dir das überlegst und ausdenkst. Meistens ist dir nicht bewusst, dass alles, was du dir überlegst, über dich drüber legst, wenn du immer bist, eigentlich nur vorstellst, vor dich hinstellst.
Seid ihr noch dran? Ja. Ja, ich muss immer wenn schauen. Ist das von Kant aufgeworfene, da haben wir schon wieder, aufgeworfen, ist immer überlegen, aufwerfen, Problem der synthetischen Urteile a priori. Was sind synthetische Urteile? Diese sind für Kant nur für die Mathematik. Die Natur, Mathematik habe ich schon gesagt, Mathe heißt auf Griechisch das gelernte Wissen, ein Mathikos ist ein Dummkopf, ein Blödmann, ein Tor, Unbewusstsein der Naturwissenschaften. Das Natur müssen wir uns dann nochmal etwas genauer anschauen. Und in Bezug auf die Möglichkeiten empirischer Erfahrung, sinnlich wahrgenommene Erfahrungen, bla 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 bla, jetzt kommen wir hier zu Hegel, das Wahre ist das Ganze. Idee, Natur, Geist, da haben wir unsere Trinität. Das Ganze ist in sich unterschieden und kann als eine Einheit von drei Sphären begriffen werden. Die Reihe sind unsere vier Spiegel. Ich kann auch sagen, das generiere nichts. Da sind wir schon drauf eingegangen. Jetzt brauchst du Hebräisch, sonst kannst du das nicht lesen. Und dann beginnen die Sphärekinder mit raumzeitlichem Wissen und das heißt Schritte auf Hebräisch. Das sind deine Gedankenwellen. Die Idee, die Natur und der Geist. Wir schauen mal das Wort Natur an und zwar zuerst einmal auf Hebräisch. Und zwar machen wir NDR rein. Da haben wir natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten. Was ist die Natur? Die Natur ist das, was in dir aufspringt. Davon springt. Entspringen heißt SBR, die Worte, das Erzählen, das Hüpfen, das Lösen, das sind deine Gedankenwellen, die springen in dir auf. Wir können natürlich auch das deutsche Wort Natur zuerst einmal hebraisieren, dann haben wir die existierende Schöpfung. Ja. Das ist zuerst einmal noch nicht gar gekocht, das ist noch roh, also noch nicht ausgefeilt. Das menschliche Wissen ist Licht in einem embryonalen Stadium mit diesem heliozentrischen Weltbild. Das ist auch das hebräische Wort für Bitte, was ganz, ganz wichtig ist, weil solange du noch um was bittest, bitte um mehr Wissen, Bi heißt schon in mir sind zwei Erscheinungen, die sind eh schon in dir drin. Und Ach, die Schöpfung an der Kollektion. Okay, und dann haben wir unser Tur, und das wissen wir ja, die Tora ist ja Tur, Tura, das ist unsere Reihe, und die Reihe ist die Spiegelwahrnehmung. Alles, was du in den Spiegel siehst, ist aber nicht hinter den oder um den Spiegel rum, sondern das ist in dem roten innersten Spiegel. Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Das war jetzt einmal, musste ja ganz kurz einmal gesagt werden, angesprochen werden, tausendmal erklärt und jetzt tun wir mal hier ein Video anhören, dass wir da mal eine Form kriegen. Und zwar schauen wir als erstes, schauen wir zuerst einmal, gehen wir rein in die Phänologie des Geistes. Der hat hier ein neues Buch, das ist dahin, er zitiert aus einem Buch, ist zurzeit Spiegelliste, ist das ganz aktuell. Und wir hören uns jetzt das einmal an. Ich hoffe, der Ton kommt gut mit rüber. Und dann betrachten wir das mit Holofeeling. Auf die sich das Bewusstsein bezieht, denkt es sich als an sich bestehend, also als unabhängig und außerhalb des Bewusstseins existierend. Das heißt, alles, was du dir denkst, denkt sich das Bewusstsein als außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existierend. Wir haben jetzt eine These und Antithese. Wir haben ein Bewusstsein, das denkt und etwas, was es sich ausdenkt. Aber ein ausgedachtes Bewusstsein ist noch kein Bewusstsein. Stimmt oder stimmt? Seid ihr noch dran? Ja, ja. Ton habt ihr, oder? Gut? Ja. Passt alles, oder? Nehmen wir zum Beispiel dieses Buch. Und unser jeweiliges Bewusstsein, so beziehe ich mich. Schaut, das ist, nehmen wir dieses Buch und unser jeweiliges Bewusstsein. Was hier ganz ein großer Fehler ist, Bewusstsein ist nicht etwas, was man besitzt. Bewusstsein ist man, Mann. Das ist der Geist. Das Bewusstsein, was er jetzt meint, was er besitzt, ist sein Intellekt. Aber genau. Das Intellekt ist das Programm. Das Programm, das Bilder in ihn aufwirft. Und die Bilder, die er sich jetzt außerhalb, halb außen denkt, sind auch halb innen. Da sind wir in die letzten Selbstgespräche drauf eingegangen. Weil ein ausgedachtes Außen erfordert ein ausgedachtes Innen und beides ist ausgedacht. Das ist These und Antithese. In Wirklichkeit befindet sich das aber alles in diesem einen Mittelpunkt des träumenden Geistes. Ja. In dem es als Ding an sich keine Ausdehnung gibt, weil er denkt, geistreiches Denken ist Denken mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, alles, was ich denke, ist hier und es ist jetzt. Das passiert, wenn sich irgendein Objekt mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, nach Einstein gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Es sind ständig Wechsel, eine Umformung von 200 Gramm roten Gnede. Und jetzt kann ich wieder diesen schönen Satz machen, dass dieses Jetzt, heute, den habe ich schon weggemacht, müssen wir sein lassen, dass dieses Jetzt eigentlich mit jedem neuen Jetzt-Moment vergeht.
Aber was nicht dazu gesagt ist, dass im selben Moment ein neues Jetzt entsteht. Aber das, genau genommen, immer zuerst einmal Balance, und wir sind darauf eingegangen, genau genommen sind das zuerst einmal 16 Zeiten, die man nachvollziehen kann, die gleichmäßig auftauchen. Weil nämlich diese Bewegung im Einheitskreis auch diese Bewegung ist, und wenn wir die vier haben, sind automatisch nochmal vier da und so weiter und so weiter. Wenn man sich dafür interessiert, kann wirklich jeder lernen. Da musst du nicht irgendwie überstudiert sein, sondern du musst dich wieder zu einer Tabula Rasa machen, zu einem Computer machen, ein vollkommen neues Programm aufspielen. Und du wehrst dich massiv gegen neues Programm, wenn es deinem jetzigen Wissen widerspricht. Das ist das Basic, wird sich massiv dagegen wehren, dass ich Windows aufspreche. Darum macht man normalerweise zuerst einmal das alte Betriebssystem platt, dass ich das nicht werde, und dann spiele ich ein neues auf. Und in dem neuen stelle ich dann fest, dass das alte ein Untersystem von dem neuen ist, weil ja Holofeeling alles benutzt. Die Sache mit dem H, tausendfach angesprochen. Du gibst mir einen Buchstaben und ich gebe dir dafür ein Wort. Du gibst mir den Buchstaben H und ich gebe dir das Wort Haus dafür. Eine Frage, die ich gerne gleich zum Anfang behandeln möchte. Das ist aber das andere Video. Ja, hab schon festgestellt. Etza? Meinem Bewusstsein auf diesen Gegenstand, das Buch, und ich beziehe mich aber auf ihn als einen Gegenstand, der außerhalb meines Bewusstseins, also an sich existiert. Ich beziehe mich auf einen Gegenstand, der außerhalb meines Bewusstseins an sich existiert. Das ist eine reine Mutmaßung. Was aber schon interessant ist, ist das Wort Gegenstand. Weil nämlich Gag, das ist das hebräische Wort 3-3, sind wir so oft drauf eingegangen, für Dach, für das Ausgedachte. Und das ist ein geöffnetes Eck. Und in den geöffneten Eck sind Blatt, temporisiert, wenn ich das eingebe, heißt das Wunder von zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen. Ja. Das wird jetzt schon sehr interessant. Als 3-3 gelesen, als 33 gelesen habe ich die Welle. Ja. Der Gag entstand, ist stehend, der bewegt sich nicht, egal wo du dir den hindenkst. Selbst wenn du jetzt irgendwo stehst, auf deine VR-Brille schaust und du beobachtest meinetwegen hier, von einer Brücke herunter schaust du Autobahn an und Autos fahren an dir vorbei. Wo sind die Autos, wenn du träumst? Ja. Die sind in dir drin. Von wo nach wo bewegen die sich eigentlich, wenn du träumst? Das ist so. Diese Peripherie, dieses Rings um dich herum, wie das auf Griechisch heißt, ist in dir drin, wenn du träumst. Jeder Moment. Und jedes neue Bild zerstört den bestehenden Gedanken. Denk jetzt wieder, wenn der Ude mal den Finger hinhält und sagt, das ist kein Finger, da bewegt sich nichts von rechts nach links, wenn du um das kleine Bildchen anschaust. Das gilt für das große Bild genauso. Und wenn du weißt, dass das Einzelbilder sind, sind es immer vollkommen statische Bilder, die immer jetzt da sind. Es sind die Zeitfenster und die Vorstellungsfenster, die du vor dich hinstellst, die das ausmachen. Weiter. Schließlich denke ich ihn ja als ein Buch und nicht bloß als eine Vorstellung eines Buches. Zugleich sind die Gegenstände für das Bewusstsein präsent. Das Bewusstsein macht sich von... Präsenz ist hier und jetzt. Alles ist hier und jetzt. ...ihnen einen Begriff. Es weiß von ihnen. Ob es sich hierbei um den richtigen Begriff, um wirkliches Wissen handelt oder ein falsches Bewusstsein, das hängt von den Gegenständen an es sich ab. Es ist so, Wischi, wenn ich schon falsches Bewusstsein, richtiges Bewusstsein, ihr mit eurem Bewusstsein, es alles geht dahin durch diese kleine Erkenntnis, wenn du nicht weißt, was Bewusstsein ist. Bewusstsein kann man nicht haben. Das kann man nur sein. Und da weiß dann keiner ist von denen drauf hin. Da weiß wieder? Keiner von denen drauf hin. Keiner von denen, von dieser Sucht weiß davon. Redo, es kann kein Mensch, den du dir ausdenkst, irgendwas wissen, was du dir nicht in den Menschen hineindenkst. Ja, den nehme ich auch auf mich. Diese Sätze, was ist der Unterschied, ob ich jetzt an einen Menschen denke oder an eine Kiste denke? Ja. Der Gedanke baut in mir eine Information auf. Und ich interpretiere diese Information. Das ist eigentlich das, was er jetzt versucht zu beschreiben. Bei Hegel ist es sehr gespreizt. Hesel ist 10-mal präziser wie er. Und das ist das Problem, dass die Hegel nicht göttlich verstehen. Hegel denkt absolut raumzeitlich, raumzeitlos, wenn man das richtig lesen tut. Ja. Da sind auch Fehler mit drin, mit Wirklichkeit und Wahrheit, mit Rot und Blau geschrieben, wenn ich es vereinfachen tue. Aber das ist, ich bin Hegel. Ich bin Einstein. Ich UB. Nicht jetzt dieses Pixelmännchen, wo ich immer wieder sage, der Lautsprecher, der Udo, den du dir ausdenkst. Es ist immer so eine Sache, du bist es übrigens auch, weil ich ja behaupte, dass ich du bin.
Du bist bloß so in dein kleines Buch, in deine Rolle hinein versunken, dass du gar nicht mehr weißt, dass wenn du irgendwann nochmal das Leben zu Ende gelebt hast, wenn du Geist bist, wenn du dein Lernziel erreicht hast, dass du das Buch in das Bücherregal zurückstehst und dann für einen Moment wieder vor dem Bücherregal stehst, wo die ganzen Leben drin sind. Die ganzen Rollen musst du selber spielen. Lass uns weitermachen. Das an sich Sein der Gegenstände, wie auch immer es im Einzelnen beschaffen sein mag, bestimmt also darüber, ob es sich auf der Seite des Bewusstseins um Wissen handelt oder nicht. Das An-sich-Sein der Gegenstände liefert den Maßstab für das Wissen. Machen wir uns das nochmal am Beispiel des Buches klar, auf das Sie sich mit Ihrem Bewusstsein bzw. ich mich mit meinem Bewusstsein beziehe. Das ist jetzt, er müsste jetzt einfach sagen, wo du dich mit deinem Intellekt und ich mich mit meinem Intellekt. Aber das ist das Spiel, wo ich immer wieder sage, Namen sind austauschbar. Sobald du dir einen Namen gibst, personifizierst du dich und hinter jeder Person steht ein Mensch und der Mensch ist ein Programm und das Programm, das in dem Computer läuft, macht die Traumwelt. Ja, aber erleben das blaue Bewusstsein. Richtig, das blaue Bewusstsein ist eigentlich der Intellekt. Genau. Das ist das Erste, was hier, so wie mit Geist, wenn die von Geist reden, den man besitzt, ich besitze einen Intellekt, aber ich sage, ich besitze Geist, ich besitze einen Verstand. Und Bewusstsein ist nichts anderes wie die falsche Ausdrucksweise von Verstand. Und genau. Dieser Verstand, wenn ich der Computer oder der träumende Geist bin, macht die Traumwelt, sogar die ganzen Naturgesetze, die ich mit meinem Verstand mir ausdenke, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist, was gesund ist, was gut ist, was böse ist, all das bestimmt der Schwamminhalt des Programms, was er jetzt Bewusstsein nennt, was ja totales Blödsinn ist. Das geht vollkommen an Hegel vorbei, weil er keinen Verstand hat. Wir kommen dann gleich noch weiter. Der Fall scheint wie folgt zu liegen. Ob unser jeweiliger Begriff von diesem Gegenstand hier, also von diesem Buch, richtig ist, zum Beispiel, dass es ein Buch ist, dass es ein materieller Gegenstand ist und so weiter. Es ist das einmal eine Information. Ist das Buch, das du jetzt siehst, ein materieller Gegenstand oder ein Bild? Ihr Menschen, ja. Ihr außen lebt, ja. Ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Da wirst du merken, was Holofeeling eigentlich ist. Es geht weit über jegliche Form von Religion und Philosophie hinaus. Das heißt, wenn du diesen Glauben nicht opferst, diesen Wahn der Einseitigkeit, egal, was du jetzt glaubst, religiös oder atheistisch oder muslimisch oder was auch immer, du lebst in einer unendlichen Arroganz von Besserwisserei, die einseitig ist, und das ist die Quelle von Leid. Ob du für oder gegen was bist, jeder Glaube, ein ganz einfacher deutscher Satz, jeder Glaube, jedes Denksystem, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, mit der du zu diskutieren anfängst als Brösel, ist unvollkommen, genauso wie die andere Logik. Sonst würde der nicht mit dir diskutieren. Udo sagt seit 30 Jahren, ich diskutiere nicht mit Affen. Ich führe jetzt einen Monolog, weil ich mich nur mit meinen Geistesfunken unterhalte, zu denen ich zu jedem Einzelnen sage, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Das ist natürlich jetzt blau geschrieben. Ja. Du bist der, der sich alles ausdenkt. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist hundertprozentig sicher. Und für dich existiert nur das, was du jetzt denkst oder was du jetzt sinnlich wahrnimmst. Und alles, was du nicht denkst und nicht sinnlich wahrnimmst, existiert. Existere heißt heraustreten aus. Nicht, weil es nicht aus dir herausgetreten ist. Es ist zwar immer noch da in dir als Seinsmöglichkeit, wie irgendwelche Dateien im Internet. Die jetzt übrigens existieren, weil wir denken uns jetzt ja Dateien aus und ein Internet aus. Aber ein ausgedachtes Internet ist ein Außernet. Du kannst von außen nichts in dich hereinholen. Das Meer kann nichts in sich hereinholen, was es sich nicht vorher ausgedacht hat. In dieser weltlichen Vorstellung natürlich mit dem Wasserdampf, mit unserem Erdkreislauf und erweckten Wissen, selbst da gilt dasselbe Prinzip. Weiter. Dieser Begriff scheint wahr oder falsch zu sein? Das ist immer wieder dieses große Problem der Richter. Es kann nicht sein, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal. Alles Leiderwelt, alle Besserwisserei baut auf dieser simplen Sache auf, dass keiner die wirkliche Synthese kennt, die Heiligkeit. In dem größeren Komplex unserer Dasse, wir haben ja, ist der Henkel rechts, Henkel links, ist in der Mitte, ist politisch rechts richtig, links richtig, religiös, die haben die Moslems recht, haben die Christen recht, ist immer dasselbe Spiel. Ja. Es ist Dummheit, weil ihr nicht wisst, was Religion bedeutet und was Politik bedeutet. Politik beginnt schon wieder mit Polen, mit dem Poal. Ja.
Oder im größeren Komplex, wenn ich sage, ist jetzt eine Wohnung eigentlich eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer? Und jeder will, nein, ich will, dass meine Wohnung bloß ein Schlafzimmer ist. Ich will, dass es eine Küche ist. Das sind die Streitereien deiner Welt und du spielst das Spiel völlig mit. Du gehst auf die Straße und demonstrierst gegen die Lügenpresse oder du legst dich auf, weil welche gegen die Lügenpresse demonstrieren. Du klammerst dich an deinem Weidezaun, deiner Unvollkommenheit, deiner Einseitigkeit. Und der macht nichts anders. Und da fragt mich jetzt wieder raumzeitig gesprochen der Robby, macht es einen Sinn, wenn ich das Buch lese? Ich sage, das kannst du gern lesen. Das ist wie immer wieder, warum liest du und jetzt hast du die Ohrenbohrungen? Erst wenn du die Sprache verstehst, alle anderen Bücher, die du liest, sind vollkommen sinnlos, weil du aus den Worten immer dasselbe einseitige Wörter machst, was dein Intellekt dir vorschreibt. Stimmt oder stimmt? Außerdem ist das viel zu kompliziert geschrieben. Das ist der Hegel ist auch kompliziert geschrieben, aber der hat diese einseitigen Auslegungen nicht. Kommen wir gleich drauf. Ja. Und die Wahrheit oder Falschheit liegt aber nicht an uns, sondern liegt an dem Gegenstand selber. Also der Gegenstand selber bestimmt, was der Gegenstand ist und ob unser Begriff von ihm richtig ist oder nicht. Magst du diese Scheiße, ich denke mir jetzt einen Gedanken und der Gedanke bestimmt, was es ist, nicht der, der sich in Gedanken ausdenkt. Ja. Ich glaube, wir müssen in dem Fall nochmal weitermachen, oder? Ja. Es dürfte jetzt offensichtlich sein. So erklärt der Hegel und alle springen, das ist der Bestseller zur Zeit. Schauen wir mal die Dialektik an. Das ist immer ein Quäntchen, er hat natürlich auch recht, weil es ist ja eine Meinung, die er äußert. Seine Meinung. Aber nicht die Meinung von mir als Hegel. Gehen wir mal dahin. Eine allgemeine Frage, die ich gerne gleich zum Anfang behandeln möchte, hat mich per E-Mail erreicht. Ich lese sie vor. Warum sind Hegels Schriften so kryptisch? Hätte er nicht in klarer Alltagssprache schreiben können? Verstehen wir überhaupt noch, worüber wir reden, wenn wir unsere Fragen in so geschwollenen Worten ausdrücken? Bei mir erweckt das immer den Eindruck, dass der Stil fabelhaft dazu geeignet ist, Leute mit seiner Tiefgründigkeit zu beeindrucken, aber nicht so sehr dazu taugt, mit wissenschaftlicher Präzision über philosophische Fragen zu diskutieren. Das ist jetzt mehrere Fehler im einen. Ich könnte jetzt immer wieder, wenn ich sage, Holofeeling hat zwei Seiten. Es ist extrem einfach. Ich spreche Sätze in einem ganz einfachen Alltagsdeutsch. Ja. Das will keiner wahrhaben. Werde ich extrem komplex, sagt jeder, da komme ich nicht mit. Und ich sage dann bleibst du da. Du wirst ewig da bleiben. Täglich grüßt das Mal mit dir. Du wirst ewig ums Überleben kämpfen. Ich lasse dir ein Buch lesen, wo du zu den reichen Guten gehörst, was nicht unbedingt heißt, dass du zu den Glücklichen gehörst. Ganz im Gegenteil. Das sind nur Masken und dann das nächste Buch, umso weiter du oben bist, das nächste Buch kriegst du die komplette Kehrseite von mir zu erleben. So lange, bis du anfängst, das Heilige in dir zu suchen, das Ei zu suchen, wo ich sage, dass du selbst bist. Die Philosophen wissenschaftlich wird diskutiert. Das ist das, was wir die ganze Zeit sprechen. Es wird um einen Standpunkt diskutiert. Jeder, der diskutiert, will eine Einseitigkeit improvisieren. Keiner interessiert sich, was ist eigentlich das Gemeinsame? Was ist der gemeinsame Parameter für alles, was ich mir ausdenke? Ich mit meinem Intellekt. Und damit kriege ich praktisch nur ein Wissen in einem ausgedachten Mittelpunkt, in einem blauen Kopf. Aber wo befinden sich die ganzen blauen Köpfe, wo sich jeder je nach Intellekt was Eigenes reindenkt? Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du hast eine komplett eigenständige Welt. Du, Geist, hast jetzt eine komplett eigenständige Welt. Und wir, Brösel, die du dir jetzt ausdenkst in dem Gespräch, wir leben in deiner Welt. Die Diana, der Redo, der Udo, jetzt rein abstrakt als Gedanke, vom Hörensagen vielleicht bloß gekannt, noch nie gesehen auf meiner VR-Brille. Und natürlich das, was du selbst zu sein glaubst, was du jetzt auch empfindest, das bin ich, dieser Körper. Diese Diskussionen bringen nichts. Warum ist der so geschwollen? Das sind wieder die zwei Extreme, weil die einfachen Sachen, die werden von dir nicht akzeptiert. Ja. An was denkst du, wenn du an dich selber denkst? Dann taucht eine Information in dir auf. Dieses Gefühl deines Körpers meinetwegen. Oder denkst du dich in die Vergangenheit als Schulkind? Oder vielleicht einmal in der Altersheim in die Zukunft? Egal was du denkst, es ist hier und jetzt eine Information, die von dir Geist angeschaut wird. Und du Geist wiederum als ausgedachter Geist bist noch kein Geist. Dann denkst du wieder an was. Das sind diese vier Ichs. Genau. Das ist Materialismus, das ist Religion. Holofeeling ist weder religiöses noch naturwissenschaftliches oder esoterisch raumzeitlich vorgestelltes einseitiges Geschwätz. Da kannst du tausendmal hier runter predigen, ich liebe hier alles, dann beobachte dich im Alltag, wie oft du ausrastest, welcher Nichtigkeit. So also die Frage beziehungsweise eigentlich schon Kritik des Zuschauers. Darauf möchte ich zweierlei antworten.
Erstens muss man zugestehen, dass Hegel es uns hätte in vielerlei Hinsicht leichter machen können. Nein, ich kann es dir nicht leichter. Noch leichter kann ich es dir gar nicht machen. Das Problem ist, du machst dir es schwer. Genau. Du machst dir es schwer. Du jammerst mich an, dass du Schmerzen hast, hältst dich an einen elektrischen Weidezaun fest und ich sage, lass doch einfach los. Und du sagst, ich kann nicht. Warum hörst du nicht auf mich? Ich sage zu dir, sorge dich nicht um morgen. Ich erkläre dir, wieso. Weil morgen nichts passieren wird. Alles, was passiert, passiert jetzt. Es geht dir am Arsch vorbei, was ich dir erzähle. Das ist dein Problem. Und nochmal, ich erzähle es denen, der mich jetzt sprechen hört, der mich ausdenkt. Und mit ich meine ich nicht diesen Udo, den du dir ausdenkst. Ich bin wesentlich mehr du wie die irgendein Gedanke von dir. Das, was du wirklich bist, als die Lampe in dir, Projektor. Und du bist das Verbinderparameter für deine Welt. Und du bist der Bestimmer und der Richter für alles und jeden. Nicht die Gegenstände, wie er gerade behauptet hat, bestimmen, was sie sind, ja, sondern du bestimmst es. Genau. So viel Geistlosigkeit auf einen Haufen, das ist zurzeit der Bestseller wieder. Es ist wie, ich denke gerade an den Fiegenstall-Vortrag dieser Gabriel, Professor Gabriel. Ja. Sind Schwätzer, geistlose Schwätzer, die ihr Ego aufblendet, das du als Fehler im Führerscheinprüfungsbogen zu erkennen hast. Die Professor Less sind Schwätzer, die Gassner sind Schwätzer. Der Papst ist ein Schwätzer. Es sind, sagst du mal, Gedanken. Es sind einfach nur deine Gedanken und alles andere magst du. Und jetzt mache ich genau das Gegenteil von dem, was du vielleicht bisher geglaubt hast. Und das brauchst du zur Vervollkommnung. Ich neutralisiere das mit dem Gegenteil, dass du wieder das, was, dass dir wieder bewusst wird, was du wirklich Licht bist. Die Lampe im Projektor, die nicht flackert. Das flackernde Licht, ob das die Sterne sind, Star, Stereo, ob das deine Sonne ist, übrigens auch eine schöne Spiegelung im Englischen, Sun und Sun gleich ausgesprochen, Lamp und Lamp, das Lamp, der Sohn symbolisiert das Lamp. La mm, Lichtschöpfung sind 2 mm. Weiter. Ein syntaktisch sind viele seiner Sätze eine Zugabe. Die Syntax. Müssen wir ganz kurz die Syntax so anschauen. Was ist die Syntax? Syntaktisch. Das heißt, Syn heißt zusammen und Daxis ist die Ordnung und die Reihenfolge. Das heißt, es ist unser Spiegeltunnel. Erweckte, geöffnete Existenzen sind aufgespannte Existenzen im Geist. Ja. Das, was ich immer, wir wissen das jetzt, was ich mache, so, das kann man sofort so lesen, wenn man blau, rot, blau lesen kann. Wenn ich jetzt noch weiß, dass Ort erweckt heißt und den heißt geurteilt und nun ist natürlich ganz interessant, da haben wir verbunden, wir verbinden das Plus N und das Minus N. Wenn wir das nämlich aufspannen, nun, dann kriegst du ein Absterben, ein Degenerieren, da haben wir schon die Generation, die Wissen generiert, eine Entartung. Jetzt muss ich wissen, von was für einer Art rede ich. Rede ich von der göttlichen Art, dann wirst du entartet. Ja. Wenn du jetzt das Menschliche in dir wieder entartest, dann wirst du wieder göttlich. Genau, voll zurück. Das sind die 4 Seiten. Entartung, die Artung, wenn ich sage, ich gehöre zur Gattung der Primaten, der Mensch. Ja. Ich bin der Mensch. Ja. Und die Reihenfolge, wissen wir, ist sowieso klar, das ist unsere Reihe. Ja. Schauen wir mal, ob die das einmal mittlerweile verändert haben. Homo sapiens, lateinisch der Verstehende, der Verständige oder der Weise, Gescheite, Klug, Betonung liegt auf Klug, vernünftige Mensch. Das ist die größte Fehleinschätzung der Menschheit überhaupt. Sie sind Säugetiere bei eigener Definition, sie sind weder klug noch vernünftig. Schau deine Nachrichten an. Halt mit den Weisen deiner Welt und dann wirst du feststellen, dass das die größte Lüge ist, die es überhaupt gibt. Und ich bin jetzt nicht parteiisch, ich beziehe das auf alle einseitigen Rechthaber. Ja. Ist in der biologischen, in mir ist ein drehender Augenblick, in mir ist ein logischer Augenblick, in der logischen Systematik. Du bist logisch, aber nicht geistreich. Eine Art der Gattung Homo, der Familie Menschenaffen, genau genommen gehörst du zur Gattung der Trockennasenaffen. Tausendfach gesagt, weil man dir das erzählt hat, glaubst du das? Ich sage, du bist ein Gott, du bist ein Adam, Punkt. Und du wirst leiden, bis du das anfängst zu akzeptieren. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil dich das dann vielleicht wieder in den Größenwahn treibt. Machen wir weiter. Dumm. Andererseits denke ich, dass man Hegel verteidigen kann und eigentlich auch muss. Denn diese seltsame, atemberaubende Sprache ist nicht willkürlich gewählt. So wie schon Platon. Nichts in meiner Schöpfung ist willkürlich gewählt. Jeder Moment, der in deinem Traum auftaucht, selbst dein Programm als Ding an sich, ist absolut göttlich vorherbestimmt. Was nicht vorherbestimmt ist, wo du die Freiheit bekommen hast,
was du aus diesen Geräuschen, aus den Worten, aus deinen Informationen machst. Und ich sage immer wieder, jeder Moment, der in dir auftaucht, Mom ist Fehler, der in dir fehlt. Ja. Wieso fehlt er in dir? Das sind FL, sind Ecken, Flecken, geb, brechen, geb, rauf, runter, immer dran denken, tausendfach schon erzählt, wenn man Holofeeling studiert hat. Er fällt in dir, weil du in dir ausdenkst. Aber das Schöne ist, du kannst dir ausdenken, was du willst, das ist trotzdem in dir drin, weil das deine Information ist. Ja. Aber was du denkst, bestimmt nicht irgendein anderer, das bestimmst du selber. Du selbst, rot geschrieben, in Maßsetzung des Programms, den du dich unterworfen hast. Genau. Das ist die große Problematik dabei. Und Problema heißt das Vorgelegte. Das heißt, jeder Augenblick ist ein Problem. Es wird dir vorgelegt. Und wie du darauf reagierst, formst du das um. Da tritt eine Erscheinung in dir und jetzt ist natürlich hier die große Schwierigkeit. Das heißt, nicht im Anfang war die Gegenstände und die Bilder, sondern im Anfang war das Wort. W-Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Dieses D-Ort wiederum, Schem, Scham. Als Scham heißt es dort, als Schem heißt es Name. Ja. Du sagst jetzt, das ist ein Buch. Und jetzt kommt das Klingelingeling-Beispiel, wo ich tausendmal gesagt habe, du drehst die Kausalität auf den Kopf. Du meinst, weil da außen ein Buch ist, siehst du ein Buch. Ich sage, weil in deinem Speicher ein Buch ist, projizierst du ein Buch nach außen. Ja. Wo kommst du her? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Stimmt doch gar nicht. Du stammst von deiner Mutter, von deiner Matrix ab. Du stehst doch hierarchisch vor einem Gedanken. Ja. Egal, an was du denkst, du bist sogar mehr als ein ausgedachter Gott. Ja. Weil du immer bist und der ausgedachte Gott, den du aus dir heraus schöpfst, ist eine Vorstellung von Gott, die deine Logik dir aufzwingt. Ja. Das wiederholen wir im Holofeeling seit 30 Jahren. Jetzt wird es ausgedacht, ein Gedanke, den wir uns jetzt in die Vergangenheit denken oder eine Zeitspanne, die wir jetzt aufspannen bewusst. Dazu brauche ich keinen großen Intellekt, was mir im Weg steht, ist mein Intellekt. Dieses ganze Geschwätz von den Schwätzern, die nichts verstanden haben. Holofeeling ist nicht gespreizt, das ist eine ganz einfache Sprache. Hegel ist übrigens auch relativ einfach, er ist bloß ungewohnt wie eine Fremdsprache. Ich könnte zum Beispiel sagen, wir treffen hier zusammen mit einem Chinesen und der spricht, dann hörst du nur Geräusche und dann denke ich mir vielleicht hier, warum spricht er so gespreizt, warum verstehe ich den nicht, weil er mit einer anderen Logik spricht. Hodles und Kant und später auch Heidegger, so hat auch Hegel eine ganz eigene philosophische Sprache. Es ist die Schwierigkeit, dass die philosophischen Sprachen dieser Philosophen, die wir uns ausdenken, die Sprache sein wird, wo wir denken, dass du kannst dir einen Philosophen erst ausdenken, wenn du den auf deinem Wissen drauf hast. Du erschaffst all die Dinge, die du dir ausdenkst. Das ist Holofeeling. Ja. Und es erhebt dich, sagst du mal, es zieht dich vollkommen aus dem System raus. Und darum sage ich, das einzige Gefährliche an Holofeeling, wenn man dann hört, ich kenne welche, die haben in Holofeeling gemacht, die sind in der Klapse gelandet, die haben eben nicht in Holofeeling gemacht, weil dann wirst du ganz demütig, unscheinbarer Mensch innerhalb dieses Traums, den keiner mehr groß wahrnimmt. Das gilt selbst für den Udo. Das Pixelmännchen ist nicht der Udo. Solltest du den personifiziert auf deine VR-Brille holen wollen, der mischt sich, der hält sich überall raus, der hat fast keinen Kontakt zu Menschen. Das ist wieder dieser Punkt immer, das ist eine Sekte, wir wissen das ja. Das sind alles wieder Vorstellungen, die erschaffst du mit deinem Glauben, mit deinem einseitigen Glauben, mit dem Hass, den du in dir trägst, mit den Feindbildern, die du in dir trägst. Die Quelle des Leids ist immer deine Arroganz, die Quelle der ganzen Welt, der Leid der Menschheit. Du bist dran schuld, zumindest wenn du ich bist. Aber jetzt ist der Unterschied, dass ich dir jetzt erst einmal erkläre, dass die ich mir ausdenke, ich kann meine ausdenken, die leiden. Aber diese Gedanken als Ding an sich leiden nicht. So wenig, wie wenn ich als Autor irgendeinen Gruselroman aufbaue. Mit Zombies, die sich gegenseitig auffressen. Terminologie entwickelt. Der Sinn dahinter ist, dass es um ganz neue und ganz eigenständige Gedanken geht, die auch eine ganz neue und eigenständige Ausdrucksweise erfordern. Man sollte daher der hegelischen Sprache zunächst eine Chance geben. Und das heißt, man muss sie zumindest ein Stück weit erlernen. Und dann, in einem zweiten Schritt, kann man darüber urteilen, ob sie dazu taugt, philosophische Probleme zu lösen oder nicht. Ja, und damit zum Thema der heutigen Sendung, Dialektik. Dialektik. Jetzt halte ich das einmal an, Redo, weißt du, frage ich dich jetzt als Brösel, wie lange die Aufzeichnung sein darf, Pascal, oder unterbrechen wir das einmal schnell? Das ist kein Problem. Die Aufnahme bei Skype, weiß ich nicht, wie lange die geht, keine Ahnung. Lass mal da einen zweiten Teil machen. Dann schmeiße ich das einmal ganz kurz raus. Lieber machen wir einen zweiten Teil, oder? Aha. Ja.
Gut, dann schauen wir mal hier. Machen wir doch mal weiter. Nochmal. Dialektik. Dialektik ist wie kein zweiter Begriff mit der Philosophie Hegels verbunden und er ist auch eine Quelle für viele Missverständnisse und Fehleinschätzungen. Das ist jetzt ganz, ganz immer wieder die Quelle selber, unser Ein. Heißt der Quelle oder Augenblick, Beckenblick. Und ich kann immer wieder, du darfst nie bei dem Wort Quelle oder Qual oder Aqua, diese Radix im Lateinischen ist so unheimlich wichtig, dass man dieses Que, was wir im Sinn haben, darum wiederhole ich das immer wieder, weil das in Vergessenheit gerät. Es ist schon raumzeitliches Denken. Die Quelle ist irgendwo in der Vergangenheit gewesen. Genau. Que heißt, dem folgende Wort angehängt, dient zur Anreihung an das Vorhergehende. Es ist immer dieses Spiel und daher häufig zu einer Erweiterung und Vermehrung des vorausgegangenen Begriffs. Wir sagen mal, unser erstes Wort ist Kreis. Das zweite Wort ist Dreieck. Wenn ich die beiden zusammenhänge, gibt es eine Vermehrung, dann kriege ich einen Kegel. Ja. Genauso ist es mit dem Sinn, mit Sinne. Da steht ja dasselbe drin. Haben wir zigfach, habe ich das schon gezeigt. Hier auch wichtig, Queque, sowohl als auch. Der Kegel ist jetzt sowohl ein Kreis als auch ein Dreieck, aber genau genommen keins von beiden. Ja. Das ist, was passiert, wenn ich wirkliche Synthese mache. Unser Thema ist hier die Dialektik. These und Antithese werden zu einer Synthese. Aber diese ausgedachte Synthese ist eine ausgedachte Synthese. Ja. Die absolute Synthese, das absolute Subjekt ist roh, das kann man nicht denken. Du kannst etwas, was immer ist, was ewig ist, nicht denken, weil alles, was du denkst, beginnt denken, ist eine Überlegung, ist eine Gedankenwelle und die ist vergänglich, weil die mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Ja. Das heißt, frag dich einmal, was in dir drin ist, das mit aller Gewalt sich dagegen wehrt, ewig zu sein. Was ist da in dir drin, dass die das nicht wahrhaben lassen will? Es ist diese Logik von Menschen, die du nachäffst. Die macht dich auch zu einem sterblichen Affen und zwangsläufig zu der Angst, dass dir was passieren könnte oder dass du dich auflöst. Das, was du zu sein glaubst, der Körper, der sich aber schon auflöst, wenn du nicht mehr dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Was eben das Gegenteil von 100% sicher ist, ist etwas, was man nicht überprüfen kann. Und du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper oder irgendwas anders existiert, wenn du nicht dran denkst. Die Frage beantwortet sich von selbst. Es existiert dann nicht. Es ist aber im Meer noch da, auf der Datei. Die vielleicht bekannteste Fehleinschätzung ist, dass sich Hegels Dialektik als einen Dreischritt aus These, Antithese und Synthese gestaltet. Dass dem nicht so ist, möchte ich jetzt anhand einer Lesung aus dem zweiten Kapitel meines Buches Hegel, der Weltphilosoph, zeigen. Dialektik oder so ist nur wieder. Wobei, auf das so ist nur wieder, das Schwäbische an Hegels Dialektik, werde ich heute gar nicht zu sprechen kommen. Auch wer fast nichts von Hegel. Es ist übrigens ganz interessant. Alles, was wir uns jetzt ausdenken, über Hegel erzählt, ist schlichtweg und einfach angelesenes Wissen. Das habe ich aus das Buch heraus. Es ist in einem Buch, ob es einen Hegel gegeben hat oder nicht. Ich kann sehr geistreiche Romane und Mittelalterromane lesen oder Science-Fiction-Romane lesen. Da ist mir klar, dass all das, was ich aus diesen Worten und Vorstellungen hier und jetzt in meinen Kopf produziere. Ich denke jetzt zum Beispiel an meinen Captain Picard, an den Data vom Star Trek. Da ist mir klar, dass die da außen nie existiert haben oder auch nie existieren werden in der Zukunft. Sie können nur hier und jetzt existieren, weil ich sie in meinem Kopf erwecke. Wie Ecke, doppelt aufgespannte Ecken. Das sind unendlich viele Facetten in unserem Tetraederspiegel. Der spiegelt sich in unendlich vielen Facetten auf und ich fokussiere mich auf eine Facette, die ich jetzt Data oder Captain Picard oder Raumschiff Enterprise nenne. Oder Hegel nenne oder Rumpelstilzchen nenne. Oder Udo Petscher nenne. All die Sachen. Oder Einstein oder Heisenberg nenne. Das ist angelesenes Wissen. Es ist auf meinen Intellekt drauf. Und ich baue jetzt Vorstellungen in mir auf. Und es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und alles, was er jetzt Hegel zuspricht, sind seine Gedanken. Sind seine Gedanken, die wir uns jetzt ausdenken. Kann ein Pixelmännchen Gedanken haben? Du stehst vor allem, du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Und alles, was du denkst, ist nur aufbauend auf intellektuellem Wissen aus deinem Schwamm. Ja. Das ist das neue Weltbild. Wenn du das einmal zu verstehen anfängst, dass du da die geistige Reife kriegst, dass du aus diesem Hussenscheißer- und Weltverbesserer-Modus rauskommst,
kommst. Wie hast du nicht, bin du so schön, wie wahnsinnig muss einer sein, der sagt, ich glaube an Gott und wirklich laufen an der göttlichen Schöpfung rum. Und das rechtfertigt er dann mit dem Satan. Und hat keine Ahnung, was Satan eigentlich ist. Der müsste bloß einmal seine Bibel selber lesen, die deutsche Bibel, den Hiob selber lesen, dann wirst du feststellen, da ist überhaupt nichts Böses im Hiob. Genau. Weil deine ganzen Theologen und deine ganzen Vater genauso verbrettert deine einseitige Weltbild mit viel Liebe predigen und selbst innerlich so voller Feindbilder sind, wo sie alles davon zattern, sich selbst entmächtigen mit diesem Begriff, den keiner verstanden hat, weil du nur nachplapperst. Der plappert doch auch bloß nach. Und warum macht er das jetzt? Weil du ihn dir jetzt so ausdenkst. Mais hat meist doch von seiner Dialektik gehört. Wer dann noch meint, ein bisschen mehr zu wissen, hält die Dialektik. Ein bisschen mehr Wissen, wenn du ein bisschen mehr hast, du hast das absolute, absolute Mehrwissen. Das, dem hörst du jetzt zu. Das ist das Wissen von El Hayom, von IHUB. Dann hast du mehr Wissen und kein existierendes Wissen. Das wird erst existieren, wenn du dir das dann ausdenkst. Aber ausdenken, alles, was du dir ausdenkst, ist eigentlich nur in deinem Kopf. Es kann deinen Kopf nicht verlassen, selbst wenn du dir das woanders hindenkst, räumlich wie zeitlich. Nicht selten für einen Dreischritt aus These, Antithese und Synthese. Allerdings findet sich bei Hegel selbst nirgends eine derartige Definition. Hegel hat sich im Gegenteil ausdrücklich gegen eine allzu schematische Auffassung seiner philosophischen Methode gewehrt. Ich muss da nochmal übrigens was dazu sagen, dass die meisten, die solche Bücher schreiben, in der Regel die Originale gar nicht so weit studiert haben, sondern sie greifen meistens schon wieder auf andere Bücher zurück von irgendwelchen Professoren, die diese Bücher auflegen. Und die meisten Auslegungen von Auslegern bauen eigentlich auf Auslegungen von irgendwelchen Lehrern und Professoren auf, die auch wieder bloß auslegen. Das eigentliche Original selbst studieren, ohne irgendeine solche Auslegungen vorher gelesen zu haben, was dich schon massiv manipuliert, wenn du anfängst, Hegel zu lesen. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist. Ganz einfach nochmal, raumzeitiges Beispiel, Robby, sieh dieses Buch oder irgendwelche anderen, sagt, würdest du mir das empfehlen? Ich interessiere mich für Hegel, würdest du mir das empfehlen? Ich sage, warum willst du nicht gleich, willst du klares Wasser trinken, geh zur Quelle, lies doch gleich Hegel und beobachte, wie du auf Hegel reagierst. Ja, das ist mir zu kompliziert, das ist wie mit Holofeeling. Nee, da lese ich, frage ich lieber andere, ich gehe jetzt erst einmal ins Internet und schaue nach, was die anderen davon halten. Auch schon verloren, ne? Du wirst immer ein billiges Abziehbildchen sein von denen, denen du ihr Wissen du nachplapperst, nachäffst. Drum ist ja bei uns Redo, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, nimm den dennoch diese Geschichte, wo ich mehrere Male von dem Professor Hegel Gebrauch gemacht habe, wo der Student, ich wiederhole das nochmal kurz, wo der Student eine Geschichte, habe ich aus das Buch heraus zum Professor Hegel gegangen ist. Und er sagt, ich habe ihre Phänomenologie des Geistes gelesen und ich habe nichts verstanden, obwohl das ja noch viel einfacher ist wie die Wissenschaft der Erkenntnis der Dialektik. Das ist ja das vorhergehende Buch. Ich habe nichts verstanden, dann habe ich es nochmal gelesen und habe ich noch weniger verstanden. Und dann hat der alte Professor Hegel gelächelt. Ich habe ihn dann angelächelt und habe dann gesagt, pass auf, mein junger Freund, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Du holst dir die Heilige Schrift im Original. Und dann holst du dir Wörterbücher. Das ist übrigens eine, in Anführungszeichen, wahre Geschichte. Das sind immer Märchengeschichten, die auch wahr sind, wenn du das gerade in deinem Leben erlebst. Und dann holst du dir ein Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch und dann übersetzt du das selber mit dem Wörterbuch Wort für Wort. Und wenn du diese Heilige Schrift komplett einmal selbst, ohne dich von irgendeinem manipulieren zu lassen, was das alles angeblich bedeutet, keine deutsche Übersetzung dabei, nur bemühe dich, das selbst zu übersetzen. Und wenn du das magst, dann liest du dieses Buch von mir nochmal und dann wirst du viel Spaß dran haben. Ja. Und du kannst da mehr mitreden, wie viele andere Reden. Ja. Das ist ja das auch mit den Shastras, mit den heiligen Schriften. Da musst dasselbe du in Grün, egal was alle heiligen Schriften, die Shastras. Diese große Erkenntnis, wo ich gesagt habe, hier von den Shastras in den Upanishaden, in der Srimad Bhagavatam. Die Shastras sind, im Hinduismus sind die heiligen Schriften, Unterformen ist ja Upanishaden, ist die höchste Form und Shastras sind heilige Schriften und da heißt es ganz klipp und klar, dass alle heiligen Schriften der Welt, ob das der Koran ist, ob das der Bijenu ist, ob das der I Ching ist, ob das die Tora, der Tenach ist, Koran, sind alle richtig. Ja. Das Problem ist, du musst die Quellen lesen und nicht diese ganzen Interpretationen. Wenn ich sage im Koran, es gibt nur einen Ur-Koran, es gibt nur einen Tenach. Da wird gar nicht viel drüber gestritten. Beim Neuen Testament gibt es ein paar mehr Ausführungen, aber die sind unwesentlich.
Das ist ja neuer dann schon. Ist es eine schiitische Auslegung oder eine sunnitische Auslegung? Ist es eine katholische Auslegung? Ist es die Auslegung der Zeugen Jehovas? Das ist das große Problem, weil die das Prinzip der Entheiligung der Worte nicht verstanden haben. Genau. Lass uns doch mal kurz weitermachen. In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie kritisiert Hegel gar Immanuel Kant dafür, sich an einem geistlosen Schema der Triplizität orientiert und dabei allenthalben Thesis, Antithesis und Synthesis aufgestellt zu haben. Ich müsste jetzt da ganz kurz das Wort Triplizität, all diese Wörter mit Holofeeling, was ich am Anfang dargestellt habe, ist jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch, das selbsterklärend ist, wenn man genau dieses Prinzip anwendet. Etymologie nachschauen, dann die Einzelteile, wie das Wort aufgebaut ist. Ich sage, wenn Worte, ausgesprochene Worte gleich klingen, egal in welcher Sprache der Welt, sind da dieselben Lautwesen im Hintergrund, die natürlich auch noch sehr vielfältig in Erscheinung treten durch Lautwandlungen. Und dann ist da dieselbe Energie, dann bedeuten die irgendwie auf einer höheren Ebene, sind die Teile aus eines höheren Komplexes. Das muss man jetzt einfach mal akzeptieren am Anfang, wo ich immer wieder sage, nicht weil so wie der blinde Glaube im Christentum, Jesus wurde gekreuzigt, weil er unsere Schuld auf uns auf sich genommen hat und darum wurden wir errettet. Das ist die dümmste Auslegung, die es überhaupt gibt. Ich versuche das zu erklären in den Offenbarungen mit meinem kleinen Osterhasen, mit den Hasen, ja, der gefoltert wird. Ja. Den die Kinder zerreißen, den sie streiten, da macht es überhaupt keinen Sinn. Und da hörst du dann von vielen, wenn du in gewissen Sekten reingehst, das musst du eben einfach akzeptieren, da bist du noch zu dumm, das verstehst du nicht. Ja. Weil wenn du mir dann genutzt, was hat es für einen Sinn, wenn ich einen abschlachten lasse und das ist meine Erlösung? Das ist alles so weltlich, raumzeitlich und die Rechthaberei. Und da wiederhole ich jetzt nochmal, zum tausendsten Mal, das Gefühl, Recht zu haben. Das ist der Wahn, an dem du leidest. Und wenn du ein Christ bist und du meinst, der Jesus wurde gekreuzigt, dann hast du das aus das Buch heraus, du bist so programmiert. Jetzt wenn ich sage, du kannst nicht anders denken, doch, du kannst anders, weil du Freiheit hast. Du hast die Freiheit, über diese Logik, die anerzogene, zwanghafte Logik hinauszugehen. Und wenn du glaubst, Jesus war so ein großer Heiliger, aber der wurde nicht gekreuzigt, weil du den Koran gelesen hast, du merkst, wir haben zwei Seiten. Das ist der Widerspruch. Wieso bist du dir so sicher, in was für einem Wahn lebt ihr eigentlich als Moslem und als Christen? Und wenn du jetzt genau zuhörst, kritisiere ich in keinster Weise den christlichen oder den muslimischen Glauben, weil die ja beide richtig sind. Das ist so richtig, wie wenn einer sagt, die Welle ist ein Berg und der andere behauptet, nein, du hast nicht recht, die Welle ist ein Tal. Oder einer sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Soll ich da irgendwann absprechen, dass das nicht richtig ist, was er sagt? Das ist Holofeeling. Bei Holofeeling hat jeder recht, aber nur ein bisschen. Holofeeling erklärt dir das heilige Ganze im Hintergrund. Es ermöglicht so viele, unendlich viele Perspektiven in Erscheinung treten zu lassen. Genau. Weiter. Es war wohl der heute weitgehend unbekannte Kieler Philosophieprofessor Heinrich Moritz Kallibäus. Schau, das ist nur, er liest, er hat sich was angelesen und denkt sich das vollkommen unbewusst in die Vergangenheit. Der natürlich ist ein Pixelmännchen. Jetzt kannst du natürlich mit deiner Logik, was du feststellen, ja, aber die gibt es ja da außen, dann hast du schon wieder den Bruch des zweiten Gebotes. Tausende Mal, ich sage euch, dein Problem beginnt, ich rede immer mit dem Geistesfunk, mit dem Bruch des zweiten Gebotes. Immer während brichst du das zweite Gebot. Wenn du das bewusst machst, brichst du es nicht mehr. Ich kann mir jetzt den Mond ausdenken, der die ganze Zeit nicht existiert hat. Mir ist jetzt bewusst, dass der jetzt ist, weil ich ihn denke und den denke ich mir jetzt irgendwo da außen an den Himmel. Aber ich weiß, das ist eigentlich meine Information. Der nach Hegels Tod entscheidend zur Popularisierung der Dialektik als Dreischritt aus These, Antithese und Synthese beigetragen hat. Mit dieser Schematisierung hat er nicht nur Hegel einen Bärendienst erwiesen, sondern auch viele Kritiker Hegels in die Irre geführt. Wenn sich etwa im 20. Jahrhundert der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper gegen Hegel wendet, indem er dem dialektischen Dreischritt unverzeihliche logische Fehler vorwirft, dann trifft seine Kritik höchstens Kallibäus und Konsorten, nicht aber Hegel selbst. Ist nun aber die verbreitete Auffassung, Hegels Philosophie verfahre nach dem Dreischritt aus These, Antithese und Synthese wirklich gänzlich falsch? Schließlich springt doch jedem, der Hegels Werke aufschlägt, sofort die fast ausnahmslose Dreiteilung der Bücher. Ich mache das immer so. Ja. Das ist die Synthese von These und Antithese. Ja. Das ist das Entscheidende. Jetzt kommt wieder was Interessantes. Ich habe bloß das Fenster, aber außen. Jetzt, genau wenn ich Worte mache, da außen gerade Bauarbeiten sind, das war so laut, darum habe ich das Fenster zugemacht. Das sind jetzt nur Worte und du stellst sofort wieder Vorstellungen, die sind in deinem Kopf. Naja, klar.
Das muss dir jeden Moment bewusst sein, auch vor allem dieses Zwanghafte, wenn was in dir auftaucht. Wenn ich immer und immer wieder sage, schau in dich rein, jeden Moment mach dir bewusst, was du jetzt glaubst, wo das herkommt. Und wo kommt es her, wenn du träumst? Und du träumst jetzt. Du träumst jetzt. Das ist hundertprozentig sicher und du kannst es überprüfen. Aufgrund ständig wechselnder Bilder. Und Unterkapitel ins Auge. Nein, das dreigliedrige Schema ist nicht grundverkehrt. Interessant, D-Rei. Das ist unser Vierspiegel. D-Rei, gliederig, GL, entstehen die Wellen. Das geistige Licht, das Gack. Es ist eben nur ein Schema, das heißt eine starre Annäherung an das Wesentliche. Starr ist Stereo, ist unbeweglich. Es ist so unbeweglich wie die Datei auf deinem Computer. Es bewegt sich nicht. Es bewegen sich auch da keine Elektronen in den Leitungen, da fließt auch kein Strom. Das ist alles immer eine Bewegung von A nach B, ist immer schon was Ausgedachtes, was materialistisch interpretiertes. Wesentlich ist für Hegel der Rhythmus der Erkenntnis. Der Rhythmus, der Takt, der gespiegelte Akt. Erkenntnis soll einen Rhythmus haben. Besteht Erkenntnis denn nicht gerade aus dem Auffinden und Festhalten unveränderlicher Fakten? Das ist das Verrückte. Unveränderliche Fakten. Ein absolutes Missverständnis, das was Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die unveränderlichen Fakten, ein Faktum verändert sich von Augenblick zu Augenblick, weil du von Augenblick zu Augenblick anders reagierst und aufgrund deines Reagierens andere Bilder erzeugst. Diese einseitigen Auslegungen von Fakten, diese historischen Fakten, sind reine Oxymoron, Widersprüche in sich selber. Tausendfach erzählt, rauscht bei den Menschen durch. Ich sage, wenn du einen einzigen Satz wirklich verstehen würdest, hättest du keine Probleme mehr. Du hörst es, es erscheint dir logisch und du drehst dich rum, es muss nur dein Handy klingeln und dann bist du schon wieder weg vom Fenster. Für Hegel tut sie das nicht, zumindest nicht die philosophische Erkenntnis. Diese besteht in einer Bewegung, und zwar einer Bewegung des Denkens. Philosophieren heißt für Hegel, sich auf diese Bewegung und ihre Eigengesetzlichkeiten einzulassen. Was ist eine Bewegung des Denkens? Von wohin bewegt sich, von wo nach wo bewegt sich dein Denken? Denken bewegt sich lichtgeschwind. Es ist ein lichtgeschwindes Verändern der 200 Gramm rote Gnede, weil jeder Moment, jede Form, jede Information ist hier und es ist jetzt. Und jede neue Form zerstört die bestehende Form. Das ist diese zwei Seiten, dieses Kreisen, dieses Rollen. Dieses Universum, das in eins gekehrte Ganze, das Vollfache, das Volumen, all das, Evolution, Revolution, hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Das muss verstanden werden, Redo. Man könnte auch sagen, eben, wie bewegt sich das Denken oder wohin? Eigentlich ist es ein transversales Geflackere, wenn man so. Richtig, genau so ist es. Wobei auch immer wieder 16 Seiten gleichzeitig flackern. Ja. Das ist das Verrückte. Und das ist, wenn ich das Haar nicht opfere, wenn ich mein raumzeitlich religiöses, esoterisches Wissen nicht zuerst einmal vollkommen lösche, tabula rasa mache, den Computer platt mache und mir das neue Holofeeling-Betriebssystem aufspinne. Ich kann es mir nicht aufspinnen, wenn ich das alte nicht dafür opfere. Ich schenke keine neuen Wein in alte Schläuche. Ein Schema wie das von These, Antithese und Synthese gleicht eher einem Metrum als einem Rhythmus. Es ist lediglich ein allgemeines Muster betonter und unbetonter Schläge, aber von den Akzenten. Das ist betonte und unbetonte Schläge, ist immer der Wellenberg und das Wellental. Und das Muster, das zeitlose Muster, nennen wir in der Arithmetik eine Matrix. Eine binäre Matrix. Die Worte, wir lassen alles stehen, wir gehen bloß von diesen Einseitigkeiten weg. Jetzt habe ich schon überlegt, ob wir den Rhythmus uns nicht genauer anschauen. Das ist ja auch immer mit den Offenbaren, mit den zwei Seiten, dass da so viele Kleinigkeiten sind. Ein bisschen machen wir noch. Pausen und Verschiebungen, die einen lebendigen Rhythmus ausmachen, weiß das Schema nichts. Es ist ja die Datei, wenn du eine Musikdatei hast. Erinnere dich dran, was ich gesagt habe hier. Die digitale Datei, da ist ja alles gleichzeitig da. Jeder Ton, jede Kleinigkeit, die Seite bei den Büchern, beim Bücherregal. Es sind Kategorien, Kollektion, Selektion, Kollektion. Was immer da ist, ist immer im Jetzt in der Transversalen. Und genauso ist es mein schönes Beispiel mit dem Analogplattenspieler, den wir uns jetzt bewusst ausdenken, dass dieses Symphonieorchester auf der Analogplatte, die ja angeblich die Schallwellen eingegritzt sind, dass diese ganzen Instrumente gar nicht da sind, sondern bloß die Summe, die Kurvensumme. Und ich höre sie trotzdem.
Das ist so ein tiefgehendes Beispiel. Natürlich wirkt es nur bei einem, der sich ein bisschen mit der Fourier-Transformation auseinandergesetzt hat. Und dann bei dem Fourier haben wir schon wieder die 4 mit drin. Ja. Unser Dreieck. Und dieses 3 ist natürlich sehr wichtig. Ich mache jetzt, was ein bisschen hören wir nur an. Der auf den Rhythmus des Denkens einlässt, der entdeckt, dass Gedanken beweglich sind, und zwar gemäß einer eigenen inneren Logik. Wer das ist, kann ich nur unterstreichen. Das ist eine eigene innere Logik, aber die Bewegung, wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, und das müssen wir jetzt, das rote Weg heißt doppelt aufgespannte Energie des Geistes. Das W ist das hier, Doppel-U, ja. Dann E-Quadrat in der Einstein-Formel, da haben wir schon E-Quadrat, und das ist G, Geist, Gimmel. Da ist die Einstein-Formel übrigens drin, das Wort Gimmel. Wir Gimmel. Wissen es. G-I-M. Gimmel ist G-M-L, ist Geist, ist Energie, ist M mal L, ist Gestaltwertung mal Licht, Masse mal Licht. Ja. Dieses Wort Gimmel, der dritte Buchstabe Geist, ist die Einstein-Formel. Du bist Geist und du wirst ständig in eine andere Form von Geist umgewandelt. Ich zeige das nochmal für die Vollpfosten unter uns. Das ist eigentlich die rote Grundwelle. Das ist das hebräische Wort, richtig, genauso ist es. Das ist das hebräische Wort für den dritten Buchstaben. Das nennt sich Gimmel. Und da ist jetzt das da mal, ist es ein Dromedar. Da mal die R hast, der eine geöffnete Berechnung beginnt zu kreisen. Das ist seine geöffnete Berechnung. Das ist Med, MD, Gestalt gewordene Öffnung, die erweckt wird. MD ist Messen, ein Amtskleid anlegen. Das Messgerät, das ist das, du mal auch eine geöffnete Ecke, wo du reinschaust, und das ist eine geistige Wand, doppelt aufgespanntes AND auf- und abschwingen. Ja. Wissen wir die Uniform, das Universum, Form haben wir heute schon gemacht. Ja. Das eine, Verbundensein der Gott, erzeugt in sich ein Los, er zieht ein Los, Creatio ex nihila, pur, Form, der Geistesfunk, ja. Der Gestaltwerdung. Okay, aber was uns jetzt hier wichtig ist, da will ich gar nicht, hast du das Reifwerden, eine Spiegelfacette werden, vollenden, und entwöhnen, ist immer plus minus. Aber wichtig ist hier GML. Geist ist gleich, geistiges Licht ist Energie. Ja. M setzt man das M für Gestaltwerdung, das ist Masse, ja. Und L ist Licht. Das ist E ist MC Quadrat. Das Wort ist Geist. Das ist Gimmel. Sag ich nicht immer wieder, du bist, ob du dich Geist nennst oder Energie in der Einstein-Formel nennst oder Licht nennst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Rotes Licht, das ist jetzt blaues Licht, kleines Ich. Ja. Und das ist, Geist hat Masse, Licht, Schattenprojektionen. Es sind aber seine Informationen, der ausgedachte Matrix-Traum, weil die Matrix erkläre ich dir mit Holofeeling. Ja. Und es will kein normaler Mensch wissen, der nicht bereit ist zu opfern. Ja. Aber jetzt ist es Schöne, dass wir, wenn wir springen, und das ist halt so unendlich viel Wissen, dass wenn wir jetzt in den Bildschirm Lu reingehen, dieser Dreischritt, schauen wir mal ganz kurz den Gunnar da an, das ist Bildschirm Lu, ist die Bibel der Zen-Buddhisten. 9 Beispiele, das ist jetzt ein kleiner Auszug hier, Versuch einer, das 9. Beispiel einer gemeinverständlichen Darstellung. Schauen wir mal, mir vorne wenn runter, will ich gar nicht so reinlesen, sind bloß ein paar Seiten von der Uni. 9. Beispiel, die 4 Tore. Schau, das ist unsere 3, unsere D-Reihe. Die 4 Tore sind 4 Reihen, weil wir haben ja 4 Spiegel, wenn wir im Zentrum sind. Und wenn wir in einer der 4 Spiegel reinschauen, diese 4 Spiegel sind die 4 Weltgeckenden. Wir haben eigentlich genau genommen 4 Ecken. 4 Flächen, ein Tetraeder hat 4 Flächen und zu diesen 4 Flächen gehören 4 Ecken. Und die bilden, wenn wir jetzt uns das als Spiegeltunnel äußerlich ausgedacht denken, spiegelt er sich hoch. Da gibt es genügend Beispiele. Und das sind dann 4 Reihen, die sich aufbauen. Steht ein klarer Spiegel, schau mal, Koll, alles, RR, alles ist Licht, rot geblieben, der Schöpferkopf, der erwacht. Ja. Steht ein klarer Spiegel, klar, auf einem Ständer, stehend, unbeweglich. Hallo. Meine Schwelle dreht rund, Egel, das goldene Kalb. Rund und drehen. Kreise ziehen. All. Okay? 70, der Augenblick auf Wellen. Das ist meine Schwelle. Das heißt ja eigentlich der Augenblick, Egel geschrieben, der Augenblick auf Wellen. Ja. Das ist die, wo die, das goldene Kalb, wo die rumtanzen. Genau. Für einen, das ist das hebräische Wort, das goldene Kalb. Ja. Da tanzen die rum in der Wüste. Das heißt auch Kreisen ziehen. Darum heißt es, weil die um das Kalb rum. Das heißt aber, wie Gott
der hier belauert, lebt, da steckt auch das Leben mit drin. Auf einem Ständer stehend ist schön und hässlich ganz von selbst. Das ist Hüben drei, ganz von selbst zu unterscheiden. Hältst du das Schwert Moja in Händen, so kannst du töten oder Leben schenken. Wie ist der Augenblick erfordert? Chinesen, jetzt haben wir natürlich Qi, das Leben, was ja das hebräische Wort Sinn ist. Habe ich so gesagt, S-I-N. Conditio sine qua non, das China, die existierende Schöpfung, das Leben ist die existierende Schöpfung. ZB, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ja. Das sind deine Gedankenwelt. Ja. Weißt du, die Beispiele, wenn dann nur sagt, da komme ich nicht mit und so weiter und so fort, das ist überall steht dasselbe drin. Ja. Da wird jetzt ganz sag mir einmal, was wirst du tun, wenn du in solche Lage kommst, ohne ein Auge, das durch alle Hindernisse hindurchdringt und ohne Freiheit zu jeder Wendung. Doppelt aufgespannte Endung. Ist hier gar nichts zu machen. Diese doppelt aufgespannte Endung 18, das ist dein Ich. Ja. Das rote Ich. So viel ist klar, Kolla, alles ist Licht. Ja. Aber nun sage mir, was ist es, um solch ein Auge, das durch alle Hindernisse hindurchdringt, um die Freiheit zu jeder Wendung. Versuchen wir es mal mit einem Beispiel. Seht, ihr habt heute schon gehabt. Seht her. HR, im erweckten Geist. Nach folgender Zwiesprache zwischen und dem Mönch ist so kurz und schlicht, dass die Tiefe, die darin aufbricht, auf dir drüber, Schöpfung von UP, ist das äußere Ich, eine Erscheinung, eine Spiegelung. Ja. Das ist gar einer, der in der Fremde übernachtet. Licht übersehen werden kann. Darum weiß Jin Wu sofort, Sof ist Subort, Sub, ein Sub, O ist U, auf den Kernpunkt hin, um den es sich dabei handelt, auf die unbeirrbare Klarheit des Blicks, die allein befähigt, in jedem Augenblick richtig zu urteilen und zu handeln. Es geht hier um das eigentliche Wesen des Zen. Hast du das verstanden, Diana? Ja. Bedeutet von Haus aus nichts anderes als die Übung, in welcher man stille wird zur reinen Betrachtung, ohne zu werden, ohne zu urteilen. Genau. Einfach kannst du schon sehen, wie du werdest, wie du urteilst, wie du dich aufrührst. Und du hast dich komplett davon abgelöst, von diesen Gedanken, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Der ist durchaus noch da. Existierend als geöffnete Schöpfung. Aber du hast jetzt vollkommen dich selbst verstanden. Das bin ich nicht. Das ist eine Information von mir. Das ist mein Chinas. Schon die Wahrsage des Lebens. Chinas nehmen sich zum Sinnbild und Berei, das Wissen im Spiegel sehen. Ja. Ihre Kunst mit den Worten klarer Spiegel, stilles Wasser. Mhm. Was ist dieser klare Spiegel und das stille Wasser? Das sind Hüben 3 und Drüben 3 kommt dann vor. Im Original, es ist ja schön, ich habe da darauf hingewiesen, man müsste es im chinesischen Original lesen, das große Geheimnis ist Han San Sao. Ja. Das heißt, Hüben wirklich übersetzt vielfältig Hüben 3 und Drüben 3. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, es ist ja alles ausgedacht. Und in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, kommst du in Hesegiel, ich habe jetzt extra die Dursina-Schrift, Hesegiel 40, das ist die Geschichte von Gog und Magog. Das ist also ganz, ganz wichtig im 25. Jahr unserer Deputation. 25 hier und jetzt, KH. Moment, wir brauchen es erst 38. Ich muss das Vers 38, sonst bin ich da, sonst kommst du nicht mit. 38. Und es erging das Wort des Ewigen an mich, besagend Menschensohn. Richte dein Antlitz gegen Gog. Ist das ausgedacht im Land von Gog, Magog. Die Großfürsten von Messek, die Wörter müssen wir jetzt anschauen und Weissagen, sprich ich bin, so spricht Gott der Herr, sieh, ich will dich an Gog zu Hochfürsten, das nützt dir nichts, wenn du hier definitiv nicht das Original anschaust im Dora. Was wichtig ist, ich will nur mal in die 10 reingehen, im Vers 10 und dann gehen wir mal in Vers 40, so spricht Gott der Herr
und es wird an jenem Tag steigen Dinge dir in den Sinn und du trachtest arg des Trachten. Und du sprichst heraufziehen, will ich über offene Landschaft hereinbrechen, über geruhigen. Du merkst, das ist eine gestellte Aussage. Und jetzt machen wir dasselbe mal den Ezekiel im Buber. Die 38. Hast du die zwei übrigens, die Dateien? Ja. Schau, seine Rede geschah zu mir, es sprach Menschensohn, richte dein Antlitz auf Gog und des Landes Magog, den Oberfürsten. Die wird das in dem Hebräischen sehr interessant, können wir uns anschauen, aber das wird jetzt alles wieder zu weit führen. So hat mein Herr er gesprochen, an jenem Tag geschiehe, Rede steige im Herzen auf. Du planst einen bösen Plan. Und das heißt immer Wunder, sagst du mal. Bella heißt Wunder, wenn wir das übersetzen. Ja. Das Böse nur negativ zu lesen, ist natürlich auch so eine Sache. Ich sage, du bist schon wieder einseitig. Du musst vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse essen. Was wir jetzt gleich haben in der 40 im Vers 10, da kommt dieses, was wir im Budget Lu haben, mache ich einmal beim Buba auch gleich. Oh, den habe ich jetzt gelöscht. Ezekiel 38, jawohl. Und jetzt brauchen wir den Buber. Buber Rotzweig, die 38. So, jetzt schau mal. Da hast du im Vers 10. Was sind wir? So spricht der Herr. Die Augen über, da bin ich. So spricht Gott der Herr. Und es wird an seinem Tag, da steigen Dinge, die in den Sinn. 2N. Raumzeitliche Intellekt erzeugt zwei Existenzen. Die sind deine Gesetze deines Gehirns, blau gelesen. Die Gesetze und Urteile deines Gehirns steigen dir in den Sinn. Die Urteile der Sinn. Und du trachtest arges Trachten. 8 ist die weibliche 1. 11. Und du sprich, hinaufziehen will ich über offene Landschaft hereinbrechen, über die Geruhigen, das ist interessant, die Geruhigen, was das für Wörter sind, die sich sicher hausen, die ohne Mauern alle hausen, nicht Riegelbalken noch Tore haben, um Beute auszubeuten. Raub, Berechnungen sind Schöpfungen aufgespannter Polarität. Die Berechnung, das heißt die Beschwörungskunst, die Berechnung deiner Beschwörungen wann zu berechneten auf. Die Hand zu kehren, wieder neu bewohnten Öden heran, das Auflesen der Nationen und so weiter und so weiter. Und dann kommt dann immer wieder der Satz, und da können wir jetzt gleich mal in den Dennach rein. Und die Wachzimmer des Tores gegen Osten waren 3 auf dieser und 3 auf jener Seite. Da steht hüben 3 und drüben 3. Ja. Pass auf, das steht übrigens in dem Büchenlu auch. Das große Geheimnis der Ewigkeit, mein Sohn, heißt Hohenzahn, Hohenzahn, hüben 3 und drüben 3. Das heißt übrigens auch, das kann man im Chinesischen auch sagen, hüben 3x3 und drüben 3x3. Ja, ist auch das übersetzt. Nein, super, ja, spiel. Okay. Das ist mir jetzt zu mühselig, aber schauen. Spinne ich jetzt? 40 brauche ich. Siehst du, jetzt werde ich langsam mit Schwächel, der Udo. Die 40 waren nicht schwächelig langsam. Weil ich immer so konzentriert bin. Schauen, da wird es jetzt, wir machen es erst einmal hier. Zuerst machen wir den Dursinai 10, Vers 10. Sehr, sehr interessant. Das ist jetzt immer, wenn man original kann man das anschauen. Und die Torkammer, das heißt, Tor ist immer die Reihe. In der Ostrichtung waren 3 hüben und 3 drüben. Und ein Ausmaß hatten die 3. Da steht übrigens die weibliche 1, die 8. 8 erscheint ihr echt. Und 8 heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Archet heißt auf Hebräisch, ich werde in Schrecken versetzt. Und diese Schrecken, Shinar, logisch berechnete Ecken, sind immer geöffnete Spiegel. 4 Spiegel, weil du dich in verschiedenen Spiegelfacetten reinsetzt. Und ein Maß hatte die Widerpfeiler
hüben und drüben und er maß die B-Reihe im Spiegel. Seine Erspiegelungen des Toreingangs 10 Ellen, die Länge des Tores waren 13 Ellen und die Brüstung, die Brust ist Schad, die logische Öffnung, war vor den Nischen N existierendes Ischen. Ischen heißt Dachträumen, etwas vor sich hinträumen. Von einer Elle und die Elle hatte die Brüstung drüben und die Kammer 6 Ellen, so sagt es überhaupt nichts auch. 13. Und er maß das Tor vom Dach der Kammer bis zu ihm entgegenstehenden Dach. Dach ist Gack, das Ausgedachte. Man kann da schon was erahnen, dass es da um was ganz was anderes geht. Und ich habe im letzten, einer der letzten Selbstgespräche gesagt, Naftel Herzdur Sinai ist einer der größten Kenner, 1954 wurde diese Übersetzung gemacht. Der zweite Kenner ist Buber Rosenzweig, 1929. Wir schauen dieselbe Stelle bei Buber Rosenzweig. Und die Nischengemächer, N-Ischen, die Existenz des Schlafenden sind geistige, ein geistiger Macher, kann ich lesen, des Dors des Weges von Osten. Drei Hüben, drei Drüben, Hohnsandzorn, Hohnsandzorn. Einerlei Maß, acht, in Schrecken versetzt sind die Dreien. Und einerlei Maß in den Widerpfallen, Hüben und Drüben, das wiederholt sich jetzt immer wieder. Da wird sehr interessant, dass da an einer Stelle heißt es dann zum Beispiel, dass das Äußere ist innen, ringsum, ringsum nach innen hingewendet. Mhm. Weil alles, was um dich herum ist, deine Informationen sind. Mhm. Schau, wenn ich jetzt ganz kurz in den Dennach im Original, wird es natürlich ganz einfach, wenn du Rus Brauch lesen kannst. Schau, und die Wachzimmer des, und der Wachzimmer des Tores gegen Osten waren drei auf dieser und drei auf jener Seite. Schau mal, wir schauen das nur rot-blau. Lass uns mal das rot-blau lesen. Aufgespannte Erscheinung ist eine Schöpfung Gottes oder die Schöpfung deines Intellekts. Stimmt oder stimmt? Wenn du anfängst, was aufzuspannen in dir, eine aufgespannte Erscheinung, dann ist es im Wachen, das ist immer eine Geburt im Meer. Z immer. Die Geburten sind immer, du bist immer und wenn du wach wirst, dann spannst du etwas auf. Ja. Wobei natürlich dieses Wach ganz interessant ist, weil das Ach auch Kamin heißt. Ja. Ach heißt Bruder und Kamin. Bruder, Bruder wieder beginnt mit BR das Äußere. Ja. Aufgespannte Öffnung, Tor, Bruder, da steckt das Tor mit drin. Ja. Jedes Wort wird ein 400-Zeilen-Buch. Als Einzelteile steht jetzt hier das Und als Vorsilbe und dann kommt mein Wachraum. Ja. Da steht jetzt nur meine Zelle, zellenförmig, das stimmt aber nicht ganz, weil dieses TA, diese Erscheinung der Schöpfung, das ist nämlich zuerst einmal von der Wache, das Zimmer, die Nische, N-Ish-Ish-He, Existenz wird wahrgenommen, wird was zu was bestehen, heißt ja zuerst einmal ein Wachraum, ein Wachzimmer, im Langenscheid steht zusätzlich noch Loge. Eine Loge, denk, wenn du dich in eine Loge zurückziehst, in einem Theater. Ja. Dann bist du dann mal auf der Bühne, du sitzt auch nicht unter der Masse im Zuschauerraum, sondern du sitzt oben in der Loge und schaust erst einmal in die Köpfe von den Zuschauern, wie die das Bild auf der Bühne interpretieren. Ja. Das ist immer eine Loge, ist auch deine Logik. Ja. Okay, das heißt, und meine Logik, und meine Loge, und meinen Wachzimmer, mein Wachraum, und mein Wachraum. Was ist das? Aufgespannte Erscheinung ist die Schöpfung deines Intellekts. Ja. Nächstes Wort, das H macht im ersten Moment keinen Sinn, wobei wir die Konsonanten ja, wenn wir einzelne nehmen, das heißt wie Licht. Ja. Das ist auch das Tor. Ja. Jetzt erinnere dich an meine mit Simpson und Delilah. Ein H steht für eine Sichtweise. Du musst wieder zu einem Einhorn werden. Mhm. Das, das H sind Hörner, das besteht aus Horn. Du hast auf dem Kopf und im Gesicht, was du Bart und Haare nennst, hast du unheimlich viele Hörner, unheimlich viele Sichtweisen. Und darum ist im Judentum, wenn du die Haare abschneidest, verlierst du deine Sichtweise. Die östliche, westliche Meinung der jüdischen, in den östlichen Meinungen, die Buddhisten scheren sich eine Glatze, weil sie sagen, du musst die ganzen Meinungen, die Haare eins machen. Das passiert, wenn du weißt, dass dieses Tor, darum heißt es auch Tor, heißt eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung und wir haben ja unendlich viele Spiegelungen. Mhm. Und wir wissen doch, dass all diese Spiegelungen letztendlich nur ein aller einziger, die Lämpchen wieder symbolisch in den Spiegeltunnel, nur ein aller einziges Licht ist. Es sind Facetten von diesem allerersten Einhorn. Ja. In der ersten Ecke. Und da steht jetzt, schau her, die wahrgenommene Logik ist eine augenblickliche Berechnung. Ja.
Eine wahrgenommene Logik wird zu einer augenblicklichen Berechnung. Die augenblickliche Berechnung, die da drin ist, das heißt, erweckt, erwacht. Schien sind aber auch die Gedanken, kann man auch als die wahrnehmbaren Gedanken. Selbstverständlich. Das ist jetzt die Freiheit. Und jetzt kommt hier, das ist das Tor, das gegen Osten. Von den Harvard gar nichts erwähnt, das wird unterschlagen. Gegen Osten, jetzt ist es hier, des Tores gegen Osten waren drei, das Wachzimmer des Tores. Da wirst du jetzt der Weg, der Gang, der Wandel, die Richtung, die Straße, die Stelle, die Lebensweise, die Art und Weise, das Vorhaben, das Geschäft, Draht, Link, Schritt, Schritt, Bedraht. Das ist, da steht jetzt hier, und das Wachzimmer des Tores gegen Osten waren drei, diese und drei drüber. Du merkst jetzt, dass dieses Tor, das heißt, deine Generation, du musst das als Suffix lesen. Ja. DR ist deine geöffnete Berechnung. Ja. Generation Rundung. Jetzt haben wir hier schon das Kreisen. Aber das ist doch dein Wandel. Ja. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg. Ja. Das, was nicht da ist, und es wird so einen ausgedachten Weg, aber immer nur in eine Richtung. Ja. Das ist deine Richtung, wo du meinst, das ist richtig. Ja. Und das erzeugt jetzt auch deine Art und deine Weise von irgendwas, deine Vorhaben. Wahrgenommene polare Existenzen. Ja. Draht ging Schritt, Betraht, Kälterte und so weiter und so fort. Das ja. ist hier, du merkst jetzt, das Erweckte ist deine Richtung, in die du schaust. Das sind deine Generationen, wenn ich das so lese. Ja. Jetzt haben wir Osten, das Morgenland. Es gibt mehrere Wörter im Hebräischen für Osten. Wichtig ist für uns immer die Konsonante Grundradix, affine Öffnung. Ja. Die wahrgenommene, affine Öffnung des Meeres. Ja. Und jetzt hast du hier zwei, als Dual, zwei wahrgenommene Öffnungen. Ne? Öffnungen. Ja. Und das ist jetzt der Rauch, da steckt das Ruch drin. Darum heißt Ruch ja auch die vier Weltgegenden. Ja. Ja. Wenn du 2D hin dran machst, die Dit, dann heißt es etwas ausstecken. Ausstecken, das ist wie mein Puzzlestück, das ich rausnehme. Denk jetzt Puzzlestücke, wo ich sage, du hebst ein Puzzlestück aus dir heraus. Das ist deine affine Öffnung. Aber die affine Öffnung sind nur zwei. Und wir brauchen noch mal zwei dazu für die vier, dass wir zu unseren Tetraeder, zu den vier Weltgegenden kommen, die jetzt hier als RU-Chat. Ja. Das ist Ruach, die vier Weltgegenden. Ja. Jetzt kommt Ich melde mich ab, ich muss ausklinken. Wir sind gleich fertig. Alles klar, Rido. Jetzt haben wir das Hüben 3 und 3. Ja. Dein logisches Licht wird zu einer logischen Wahrnehmung. Ja. Das ist ja das hebräische Wort für 3. Gibt es männliches und ein weibliches. Jetzt müssen wir aber, dass das See, dieses Shell, im Hebräischen, im Langenscheid steht Partikel des persönlichen Besitzes. Ja, genau. Mhm. Und See ist das Lamm. Lamm, ja. Wenn wir es rechts punktieren. Ja. La, die Lichtschöpfung sind zwei Gestalten. Genau. Und so hängt es halt alles zusammen. Wir lassen es dann auch gut sein. Ich tue mal unsere Bildübertragung wegmachen. Das ist das Prinzip. Und das ist natürlich jetzt, wir wissen, kann das jetzt irgendeiner verstehen, den wir uns ausdenken? Das kann durchaus den Anschein haben, wenn ich es verstanden habe, kann ich mir einen ausdenken, wo ich mir denke, der weiß es jetzt auch. Und dann zickert es rein. Das ist jetzt, wenn du dir jetzt eine Redo oder Diana oder einen Udo ausdenkst, die haben das vollkommen drauf. Aber wie viele tausende Stunden hast du dich mit den Ohrenbohrungen beschäftigt die letzten Jahre, jetzt bewusst ausgedacht? Es gibt Leute, die haben was Besseres zu tun. Ja. Was ist Zeit? Ich habe doch keine Zeit, ich muss doch Geld verdienen. Jetzt kann ich wieder sagen, wenn du von morgens bis abends die Dora studierst, werde ich da doch nicht finden. Und ich verspreche, es ist von morgens bis abends jeden Tag genügend da. Außer du hast wieder Angst, weil du an meinen Worten Zweifel hegst. Ja, das stimmt wirklich. Du bestimmst, wie du funktionierst. Du bist der Richter über alles und jeden. Du bestimmst jetzt, ob das stimmt, was ich dir erzähle, oder ob es nicht stimmt. Du kannst deine Feindbilder weiter bekämpfen. Ich habe nicht das geringste Problem damit. Es ist immer der Kontrast. Ja. Lass die Toten ihre Toten begraben, heulen und Zähne klappern werden die, ohne dass sie das mitkriegen. Was meinst du, wenn ich jetzt einen Roman schreibe und ich beschreibe dann, wie einer leidet? Leidet der, den du dir ausdenkst? Du leidest, wenn du mitleidest, wenn du mit deinen Gedanken mit dir mitleidest. Die Menschheit ist ein Gedanke. Gott ist ein Gedanke. Du selbst bist der Gedanke von dir. Was bist du selbst? Wir wissen, was wir sind. Uns wird dieser Fehler nicht mehr passieren.
Das ist übrigens das Wort uns, ganz nebenbei, um das abzuschließen, dann lassen wir es gut sein. Das Wort uns ist eigentlich ungeformt. Ich sage, du kannst jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen, weil das ja Teile sind von einem heiligen Ganzen. Wir machen das einmal rot, das uns, dann heißt es Verbundensein des Bewusstseins. Was ist Uni? Ein Verbundensein der Gott. Bewusstsein ist Gott. Bewusstsein ist der Schöpfer. Das rot geschriebene Esayin. Das Bewusstsein, das nicht existiert, schöpft alles aus sich heraus durch Überlegungen, erzeugt Gedankenwellen und die kann das Bewusstsein rein gedanklich um sich herum in Raum und Zeit verstreuen. Es sind aber trotzdem all die Gedanken hier und jetzt in dem eigenen Zentrum, das sich dabei nie verändert, in diesem Gimmel. Darum ist auch das Kamel, das Gimmel, das durch die Wüste zieht und die Wüste, Midbar heißt das Wort. Es zieht durch dieses Wort, durch den doppelt aufgespannten Ort. Das steckt da mit drin. Verändert sich selbst, der Mittelpunkt verändert sich nicht, wenn er ständig um sich was kreisen lässt. Das goldene Kalb, wo rumgetanzt wird, das ist hier in dem Moment, da müsste ich jetzt mit den Rundrennen, mit der Natur und der Deba, es wird jetzt zu weit führen. Aber das haben wir auch bei der Dialektik, weil das ist hindurch, durch diese ganzen Lichtecken, diese 16 Seiten dick in der Mitte. Die Schwierigkeit ist wirklich, dass du meinst, nicht selber denken zu müssen. Es ist doch viel einfacher, ich frage irgendjemanden. Ja. Da muss ich zuerst einmal nachschauen. Und da kann der Udo tausendmal sagen, du schaust im Internet nach, das sind zwei Seiten, du wirst auf der einen Seite mit unendlich viel Wissen konfrontiert, mit einer Leichtigkeit, was ein Traum gewesen wäre, wenn wir jetzt uns Menschen denken, nur 30, 40 Jahre zurück. Und auf der anderen Seite ist es die absolute Verblödung des menschlichen Geistes schlechthin. Ja. Vielwisserei, wo ich dann meine, ich müsste mich von einer dieser unendlich vielen Facetten entscheiden. Und damit entheilige ich mich. Das ist der Satz, wo ich sage hier, egal welche Seite du mir zeigst als Beweis, dass das stimmt, oder welches Video, zeige ich dir tausend Seiten und Videos aus deinem Internet heraus, wo das genaue Gegenteil behauptet wird. Und solange du meinst, da kann nur eins davon richtig sein, hast du das eigentliche Prinzip von Holofeeling von der Tasse nicht verstanden. Das musste ja mal gesagt werden, Kleines. Ja. Wie verbleiben wir, wie verfahren wir weiter, wenn es immer wieder in die Finger juckt, dass man irgendeinen darauf hinweisen will? Ja. Ja. Das ist die Liebe, die dich antreibt. Die Liebe, die dich antreibt, dass ich sage, Mensch, das könnte denn doch auch helfen. Ja. Mischen wir uns dann ein oder mischen wir uns nicht ein? Wenn man das in Hörmann zum Beispiel schickt. Ja. Das Wichselmännchen macht den Anschein, dass er wirklich da schon in die richtige Richtung geht, aber noch viel zu viel raumzeitlichen Wissen hat. Absolut. Auch ein Ken Ebsen, dasselbe in Grün. Es ist dieses Hin- und Hergerissensein, wo du sagst, mache ich es nicht. Und es kann positiv und negativ sein. Wie sieht es aus, wenn beides gleichzeitig ist? Ja. Muss man nicht die Geduld haben, dass man dann irgendwann sagt, die Figur als Ding an sich, ich kann es sowieso nicht verstehen. Ja, klar. Wie weit der Geist gereift ist, wenn er gereift ist, wird es in ihm auftauchen, wenn es so sein soll. Es ist in ihm schon aufgetaucht. Die Frage ist bloß, hat er registriert oder hat er es weggeklickt? Was ich immer wieder sage, bei vielen Selbstgesprächen, wie weit kommst du in diesen Selbstgesprächen? Wie oft hörst du dir die an? Ich kann immer wieder sagen, hast du die Geduld einer jetzt bewusst ausgedachten symbolischen Diana? Du Geist bist nicht nur der, der sich jetzt die Diana und den Ego ausdenkt, du denkst auch dich aus. Das ist derselbe Geist. Ist jetzt der Geist, der sich jetzt an Udo, an Redo und an Diana ausdenkt oder an Ken Ebsen ausdenkt? Und der jetzt an sich selber denkt, indem du dich jetzt spürst, körperlich spürst vom Computer, ist dieser Geist, der sich all die Dinge ausdenkt, sind es verschiedene Geister. Es gibt bloß einen Geist. Die Schwierigkeit ist, wer von den Dingen, die du dir jetzt ausdenkst, glaubst du zu sein? Du bist keiner davon. Ja. Aber alle gleichzeitig. Und das Prinzip, was ich so einfach erkläre, das Meer ist alle der, der immer ist, ist alle seine Gedankenwelt, aber keine bestimmte davon. Ja. Das, was du wirklich bist, kannst du nicht sein, weil du das schon bist. Ja. Esayin. Esayin ist nicht existierend, genau. Wenn ich jetzt sein blau mache. Ja. Du kannst es aber auch dich nicht sein. Versuch einmal nicht der zu sein, der du immer bist. Du kannst es vergessen. Mhm. Dann bist du es aber immer noch. Mhm. Und du hast es vergessen, wer du bist. Du hast es vergessen, wer du bist. Du bist ich. Du bist der, aus dem alles herauskommt. Jede Erklärung, egal was.
diese vielen Erklärungen, die im Widerspruch stehen, zu stehen scheinen. Scheinen, ja. Aber nicht für einen, der das von einer höheren geistigen Ebene betrachtet, der wach geworden ist, der erkennt, dass das immer, der hat dieses Prinzip mit Kollektion und Selektion verstanden, mit der Kreation. Er ist der große Creator, der all seine Kreaturen, Kreatur, re. Kreatio ist die Auswahl. Wer von den vielen Dingen, die du dir denkst, bist du? Keins davon, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Was von den vielen Sachen, die du dir ausdenkst, möchtest du besitzen? Du hast sie doch alle, bis du sie dir ausdenkst und vor dich hinstellst. Dann hast du sie zwar immer noch, dann hast du sie, das heißt, hassen ist getrennt weggestoßen, dann hast du sie weggestoßen, aber egal, wo du dir was hindenkst, es ist trotzdem hier und jetzt in dir drin. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du jetzt wüsstest, wenn ich jetzt zeitlich denke, wie viele Millionen Male ich das die letzten 2000 Jahre wiederholt habe. Unendlich vielen Sprachen. In unendlich vielen Sprachen. Ich ist natürlich jetzt nicht der Udo. Ja, schon klar. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war, war ich. Und du bist ich, du stehst vor allem und sofort überprüfbar jetzt schon in Bezug auf deine Traumwelt. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du erlebst? Das ist doch mal der, der es erlebt. Aber du erlebst doch jetzt was. Wer ist es, der es erlebt? Ein Gedanke erlebt nichts. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Der, der es erlebt, ist immer. Dann wiederhole ich das und wiederhole ich das und wiederhole ich das. Du musst der Erste sein, der es versteht. Du. Kein anderer. A-N-D-R-R. Ja. Ich werde auf- und abschwingen. R-R sind zwei erweckte. Die kommen dann nacheinander, das ist immer diese Gleichheit, die du hast. Genau. Dieses schöne Stück. Das, was genau genommen eigentlich so aussieht. Ja. Nicht das so zeitlich. Okay, Kleines, wir wissen das. Vielen Dank. Das war wieder mal, das muss ich mir jetzt gleich noch einmal aufwerfen. Ciao. Tschüss, danke.